I have a problem right here. Wait a second. Ein paar Sekunden später. Ah, scheiße, das habe ich nicht bedacht, dass ich ja hier zwei Audioausgaben habe. Das hört man sonst doppelt in der Aufnahme. Ich muss kurz ein zweites Paar Kopfhörer holen. Der anders professionelle YouTuber. 20 Minuten später. Ich trage jetzt ein Headset über meinen In-Ears. 12 Sekunden später. Und es läuft immer noch. Ja, warte, ich muss kurz die Kopfhörer auswählen. Ach Mann! 1 Minute 37 Sekunden später. Und jetzt laggt's wieder! Es laggt wieder! Meine Güte! Ja, dummer, spaßiger Trash, Alter! Genau das ist es hier. Inzwischen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ich sehe das Video und ich höre es tatsächlich über meine Kopfhörer. Ein Wunder. Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für eine Reaction. Vor circa einer Woche haben wir ja auf den The Last Jedi Rewatch von MoviePilot reagiert. Heute ist Episode 9 dran. Titel ist Dummer, spaßiger Trash. Aber das könnte interessant werden. Wir schauen uns das Ganze wieder an. Ja, ich bin gespannt, was bei rauskommt. Müssen wir noch vor. Stimmt, wir sollten wahrscheinlich wieder kurz einen Call geben, was wir so von Episode 9 denken, oder? Bevor wir reingehen. Ja, sollten wir vielleicht machen. Oder vielleicht, was wir von diesem Video erwarten. Das da jetzt. Ja. Oder von diesem Titel. Also ich finde halt dummer, spaßiger Trash hört sich irgendwie dann doch wieder relativ positiv an. Zu Also jetzt halt positiv. nicht unbedingt für einen Star Wars-Film. Ein Star Wars-Film sollte jetzt nicht dummer, spaßiger Trash sein, aber im Vergleich zu Episode 8 klingt es relativ positiv, finde ich. Ja, ich finde auch, das ist zu positiv. Also, dummer Ja. Trash, ja. Ich weiß, also ich kann an keine einzige Szene denken, die spaßig sein sollte. Also weder, dass Palpatine zurückgekommen ist, noch was sie mit den Figuren sonst veranstaltet haben oder die Story dahinter. Ja. Nichts daran macht Spaß. Ja. Und ich glaube, das Diesmal fasst auch schon das ziemlich wird gut auch. zusammen, wie wir zu Episode 9 stehen. Ja, glaube ich auch. Diesmal wird es auch. Letztes Mal war das so ein Eve und du gegen mich. Ich glaube, diesmal wird es eher so ein wir beide gegen Eve. Weil, ja, Habe Episode ich mir auch schon 9-Fan bin ich auch überlegt, aber ich nicht. glaube es irgendwie nicht. Nee, nicht? Okay. Ich glaube, er schießt dann doch schon heftiger Okay. gegen den Film. Also Ich ich glaube, der Titel ist bin ein bisschen gespannt. zu positiv. Okay, dann gehen wir rein, oder? Gehen wir rein. Hallo, liebe Moviepiloten, es ist Sonntag. Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Der Star Wars Rewatch Marathon geht weiter. Oder sollte ich sagen, kommt zu einem Abschluss? Es ist tatsächlich soweit. Ich meine, es kam mir vor, als wenn diese Zeit jetzt irgendwie verflogen ist. Meine Güte, wir sind echt beim letzten Star Wars Video angekommen, bei Episode 9, The Rise of Skywalker. Und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, danke. Ihr habt so häufig von mir geradezu verlangt, Eve, mach endlich Star Wars, mach endlich Star Wars. Und in der Vergangenheit hatte ich viel zu viele Star Wars Videos, deswegen ich wollte diesen Kanal nicht zu Star Wars Piloten machen, aber wir dachten uns, der Dezember, das ist ein Weihnachtsmonat und da geben wir euch etwas. Deswegen wurde der Dezember ja quasi zu einem Star Wars Monat. Und dass ihr diese Videos so hoch gepusht habt Ey, auf YouTube, ich das kann hier auch bedeutet nicht schon auf eine Stopp Menge, drücken, denn wir kann haben das echt sein? viel Arbeit in diese Videos gesteckt. In diese. Was? Ich kann hier auch nicht auf Stopp drücken, kann das sein? Ich weiß Okay, egal. 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 Du musst einfach immer callen, ich drück dann für dich. Okay, für alle Zuschauer, wir haben Okay. vorher, könnte sein, dass wir eine Viertelstunde rausgeschnitten haben, weil es so ein paar technische Probleme gab. Aber okay, fällt keinem auf. Gerade auch, deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Das ist auch das letzte Video, glaube ich, das wir dieses Jahr veröffentlichen. Deswegen einen wundervollen, guten Rutsch ins neue Jahr. Reden wir über Star Wars Episode 9, The Rise Ey, of bitte mach Skywalker vorher mal und der Stopp, bevor wir Aufstieg reingehen. Bitte mach mal kurz Skywalkers. Stopp. Ey, Aha. letztes Video in diesem Jahr und er muss über Star Wars Episode 9 sprechen. Wie glaubst du, würde sich das Ist schon anfühlen? hart. Ist schon, aber gut, er nennt ihn ja spaßiger Trash. Also scheinbar hat er ja ein bisschen Spaß. So Ja, schlimm kann es nicht gewesen sein. ich weiß nicht, Wer weiß. ich bin mir nicht so sicher.
Ich bin mir auch nicht so sicher. Auf jeden Fall muss ich aber sagen, ich feiere seinen Fit von Kappe und Ghostbusters-Pulli irgendwie. Hat so einen Silvester-Vibe. Ja. Hat er wenigstens ein gutes Outfit getroffen. Ja, ja, schon. Aber zum Star-Wars-Piloten nochmal, Eve, mach es, es lohnt sich, vertrau mir. Na, vielleicht schon. Werde ein Star-Wars-Pilot. Schreib ihn auf Instagram. Ein so kontroverser Film. Meine Güte, dass ich damit, mit diesem Knall, den Rewatch beende, ist schon irgendwo lustig. Ich hau die üblichen Disclaimer raus. Ja, hier wird es zu Spoilern kommen, was Rise of Skywalker und Star Wars im Allgemeinen angeht. Bitte, bitte, bitte seid euch dessen bewusst. Und alles, was jetzt folgt, ist nur meine ungefilterte, teilweise kontroverse... Ey, weil er gerade von... ich habe übrigens einen Weg gefunden, wie ich auf Stopp drücken kann, alles wieder gut. Wo er gerade von Spoilern spricht. Eigentlich ist das den meisten Fans ziemlich egal, wenn sie zu diesem Film gespoilert werden. Und für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, glaubst du... Das wird überhaupt im Kanon bleiben, dass man das als echte Spoiler werten kann? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ja, in 10, 20 Jahren irgendwie eine neue Generation kommt und einfach sagt, hey, die Sequels oder alles, was nach Episode 6 kommt, so mäßig, überdenken wir nochmal. Meinst du? Ich kann es mir vorstellen. Also die jetzige Disney-Generation wird das auf gar keinen Fall machen. Auf gar keinen Fall. Aber du meinst jetzt die Leute, die bei Disney arbeiten und nicht ja, die Fans? Ja. Aha. Die jetzigen Leute, die bei Disney sind, so Bob Iger, Kathleen Kennedy, wer auch immer der Nachfolger wird, Dave Filoni, Jon Favreau, die werden das garantiert nicht machen. Aber ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass in 20, 30 Jahren vielleicht mal jemand kommen könnte, der meint, hey, lass das doch mal streichen. Ich kann es mir auch vorstellen, also oder zumindest, dass man sagt, man startet irgendwie so eine alternative Zeitlinie nochmal oder so, was ja viele schon vermutet haben mit The Mandalorian und so, könnte ich mir schon vorstellen, ja. Also ob es jetzt wirklich komplett gestrichen wird, ist halt schwer, das weiß ich nicht, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es so ein bisschen relativiert wird. Ja, wäre auch interessant, also hätte ich nicht mal so ein großes Problem mit. Ich hoffe einfach nur. Meinung. Dieses Video wird euch präsentiert von Nutella Be Ready, dem perfekten Snack für zwischendurch. Das ist der randomste Sponsor, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich habe noch nie ein YouTube-Video gesehen, was von Nutella Be Ready gesponsort wird. Ja. Ah, okay. Schneiden wir es raus? Cooler Sponsor. Schneiden wir es raus? Ja, eigentlich schon. Ne? Vielen Dank. Okay, ich weiß, es ist mittlerweile schon ein Catchphrase, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, aber ich weiß es halt wirklich nicht. Ich glaube, ich fange damit an, dass wir diese Ära der neuen Star Wars Filme nochmal zusammenfassen müssen, denn als The Force Awakens angekündigt wurde, waren alle am Start. Ich habe es selten... Welche Ära? Ja gut, die Sequel-Ära war ja schon was. Ja... Oder spricht er jetzt von der Star-Wars-Ära? Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich die Sequel-Ära. Ja gut, also ich würde sagen, man kann die Sequels schon als Ära bezeichnen. Ära ist ja nicht unbedingt ein 100% positiv geprägter Begriff. Ja, gut. Also ich würde sagen, dass Star Wars schon nochmal ein ganz neues Zeitalter erlebt hat, seitdem die Sequels draußen sind. Ob das jetzt ein gutes Zeitalter ist, ist eine andere Frage. Ja, es ist schwierig. Na. Damit an, dass wir diese Ära der neuen Star-Wars-Filme nochmal zusammenfassen müssen. Denn als The Force Awakens angekündigt wurde, waren alle am Start. Ich habe es selten gesehen, dass eine Fanbase, erst recht die Star-Wars-Fanbase, so vereint war in dem Hype auf neue Kapitel aus der weit, weit entfernten Galaxis. Es war unfassbar. Ich konnte es selber nicht in Worte fassen und ich war selber emotional, hyped, nervös, voller Vorfreude. Und The Force Awakens hat für die meisten damals da draußen richtig gut funktioniert. Für mich. Ey, stimmt. Du hast es ja nicht so aktiv miterlebt, oder? Diesen Hype. Überhaupt gar nicht. Ne? Gar nicht. Ey, gar nicht. Das war die krasseste Star Wars-Zeit aller Zeiten wahrscheinlich. Also abgesehen mal von der Zeit, wo die Originaltrilogie wirklich rausgekommen ist.
Ich kann es mir vorstellen. Und das war auch bei mir so die Zeit, auch ich, also ich habe damals gar nicht gecheckt, dass es jetzt ist, weil ein neuer Film kommt oder so. Aber bei mir war das damals die Zeit, dass ich angefangen habe, mich über die Filme und Serien hinaus so für Star Wars zu interessieren. Also damals haben wir dann auch die ganzen Kanäle wie Star Wars Stories und die ganzen großen Kanäle angefangen. Und da habe ich dann so angefangen, auch mir Videos anzuschauen und so. Es war schon cool, auch wenn ich damals gar nicht gecheckt habe, dass es jetzt wegen The Force Awakens ist. Vor allem, das war auch die erste Star Wars Trilogie, die so richtig groß im Internet dann nachverfolgt oder verfolgt wurde. Die Prequels ja auch, aber nicht so krass. Nicht so extrem. Ja. Ja, das war ja auch gerade so die Anfangszeit, klar. Genau. 1999, da gab's noch MySpace. Überleg mal. Ja. MySpace, so. Ich auch. Ich so, wow, Star Wars ist back, baby. Ich kann es kaum erwarten, wie all diese Antworten ausschauen werden bezüglich Luke, bezüglich Snoke, bezüglich Knights of Ren und so weiter. Ich war in dieser neuen Mythologie drin, die ja zugegebenermaßen sich sehr viel geborgt hat aus der originalen Trilogie und die Prequels so ein bisschen hinter sich gelassen hat. This will begin to make things right. Dann kam Rogue One raus. Und nach Rogue One war ich felsenfest überzeugt, es wird keine schlechten Star-Wars-Filme mehr geben, weil Rogue One war so ein geiler, düsterer, schmutziger, dreckiger Kriegsfilm in der Welt von Star Wars. Dieser Film hätte nicht funktionieren dürfen, weil es ist der Eröffnungstext von A New Hope. Oh, den haben wir jetzt auch zu einem Film gemacht. Das klingt so nach Franchise-Gemälke. Dann haben wir einen Film mit einer eigenen Handschrift, der wirklich cool ist. Ich so, wow. Und dann kam The Last Jedi. Und The Last Jedi hat den Hype. Nicht den Hype, den The Force Awakens hat, konnte dieser Film auch nicht haben, weil erneut, The Force Awakens kam 30 Jahre, nachdem wir das letzte Mal Han, Luke und Leia gesehen haben, raus. Das kannst du nicht toppen, aber alle wollten wissen, wie geht es jetzt weiter? Wird das der Empire Strikes Back, der Sequel-Trilogie? Und dieser Film hat so viel kaputt gemacht. Man kann es nicht anders sagen. Selbst die Leute, die ihn mögen, müssen zugeben, dass die Fandiskussion vor The Last Jedi und die Fandiskussion nach The Last Jedi, das waren zwei unterschiedliche Dimensionen, oder Hardy? Also dein Statement dazu? Ja, nee, er hat recht, aber ich gebe es auch immer wieder zu. Das war der Todesstoß für Star Wars, ohne Frage. Da gehe ich mit. Ja. Kann ich nicht leugnen, egal wie sehr ich den Film verteidigen will. Leider. Leider. Was halt, naja, leider. Aus Sicht der Star Wars-Fans, leider, dass Star Wars so kaputt gemacht wurde. Aus Sicht der Last Jedi-Fans, weiß ich nicht. Irgendwas naja. Verrücktes. Irgendwas dazwischen. Ja, keine Ahnung. Solche Leute sind mir sowieso. Also, es war ja unfassbar. Die Videos, Star Wars ist tot, Star Wars ist zerstört. Ich war einer davon. Ich stehe auch dazu, weil der Film hat wirklich so viel kaputt gemacht. Und das Traurige ist, als ich diesen Film verlassen habe und je länger ich drüber nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, wie kann man das denn überhaupt beenden, diese Trilogie? Irgendwie fühlt sich das ja jetzt schon final an. Ja, es wird noch einen Kampf geben zwischen Kylo und Rey. Vielleicht wird der am Ende gut, vielleicht nicht, aber das ist alles, was wir noch haben. Und dann kam JJ und hat nochmal einen großen Haufen Kacke obendrauf gesetzt. Und Han ist tot, die Familiendynamik ist tot. Ich so, My team is dead! Was haben die da angerichtet mit diesem einen Film? Reys Herkunft spielt keine Rolle mehr. Wer Snoke war, ist jetzt auch egal, weil der ist ja auch tot. Es war schrecklich, ich kann es nicht anders sagen. Dann kam Solo A Star Wars Story raus. Und es war der erste Star Wars Film, der am Boxoffice gefloppt ist. So schnell ging es auf. Zu Recht. Ja, dazu kommt auch noch ein Video. Dazu kommt noch ein Video. Mehr sag ich dazu nicht. Bergab. Der Goodwill der Fans, das weg. Was wolltest du noch sagen? Nee, ich wollte nur sagen, ich hab so viel gekämpft in diesem Video, Mann. Ich habe keine Kraft mehr jetzt. Aber ey, ihr müsst das Video gucken, ne? Ihr müsst das Video gucken. Ich habe nicht umsonst gekämpft. Aber gut, du hast auch gekämpft. Du hast auch gekämpft. Ey, am Ende habe ich richtig gekämpft. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, da schau. Ich hab Energie für diesen Film aufgewendet. Ich habe kreative Energie reingesteckt. Mhm.
Ja, gut, hast du. Egal, trotzdem hast du ihn zu schlecht bewertet. Spoiler. Bleiben der Fans, ohne Witz. Und dann, wurde auf der Disney Expo, da wurden zwei Sachen veröffentlicht. Das war sehr spannend. Und zwar ein Trailer, ein Teaser-Trailer zu The Rise of Skywalker, wo wir das erste Mal den Titel erfahren haben, The Rise of Skywalker. Und ich weiß noch, wir haben das, glaube ich, sogar live... Ich habe den Titel bis heute nicht verstanden. Warum heißt dieser Film The Rise of Skywalker? Weil Rey eine ganz tolle Skywalker ist. Aber der Titel ist so scheiße ein bisschen, also ja, weiß ich sie, nicht. Schau. Sie ist ein dämlicher Niemand. Dann ist sie eine dämliche Palpatine und dann steigt sie auf zu einer krassen Skywalker, weil der Name ja so viel ändert. Ach, hä? Ja, trotzdem Scheißtitel. Ja, also ich habe gehört, steckt so ein Video in meinen YouTube-Studios fest, wo ich mich dazu äußere. Aha, ja, bin ich gespannt drauf. Ja. Weil also ich finde The Rise of Skywalker hört sich auch eher so an, als würde Skywalker aufsteigen. Und Skywalker ist ja schon vor 50 Jahren auf. Ach, ja, aber sie meinen damit Rey. Ja, trotzdem, ja, schwierig. Schwierig. Ja, natürlich ist es schwierig. Ich weiß nicht, was da mit YouTube los war, aber der Stream ist offline. Nicht, weil wir den offline gestellt haben, sondern weil YouTube den irgendwie bearbeitet und bearbeitet und bearbeitet hat und damit nie fertig wurde. Das war total verrückt. Aber ich fühle mit dir. Ich kenne aktuell auch so eine Geschichte. Ich habe gehört, ein gewisser anderer YouTuber, der sich mit Star Wars auseinandersetzt, hat inzwischen sein Video fast 200 Mal hochgeladen und es wird immer wieder gesperrt. Ja. Ja. Habt ihr das gemeinsam? Passiert dir das nicht? So, also das letzte Video zum Beispiel musste ich, glaube ich, auch 5-6 Mal umschneiden. Aber bei 180 Mal war ich noch nicht. Ne. Zum Glück noch nicht. Ja. Ja. Das ist mies. Gerade eben übrigens vor 2 Minuten ist die neue Nachricht reingekommen, dass der 180. Versuch, ich muss mal wieder zählen, auch gesperrt ist. Stark, stark. Ja. Aber wir sind da reingegangen und hatten einfach nur einen Satz. Bitte sei nicht schlecht. Bitte sei nicht scheiße. Gib uns zumindest einfach nur irgendwie Star Wars Gefühl und wir sind okay, ja. Weil wir haben keine Erwartungen mehr. Das war der Zustand. Zumindest bei den Star Wars Fans hier in der Redaktion. Ich kann es nicht anders sagen. Und der Teaser-Trailer sah ähnlich aus wie der Teaser-Trailer zu The Force Awakens. Boah, aber es hat ein einziger Film, The Last Jedi, hat ausgereicht, um vom größten Star-Wars-Hype seit der Originaltrilogie zu dem hier zu führen. Bitte sei nicht scheiße. Das ist schon krass. Ein Film. Aber gut, ist ja auch logisch irgendwie, weil das war ja kein random anderer Star-Wars-Film, sondern der Folgefilm. Und wer The Last Jedi gesehen hat, der weiß halt, es ist halt schwer, zu The Last Jedi noch ein Sequel zu machen mit der Ausgangslage. Also logisch irgendwie. Könntest Rey in eine Kochshow schicken. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Oh, oder da, damit, ich Grill hier den jetzt, damit ich hier jetzt nicht die nächste Frau in die Küche schicke, Kylo Ren kann eine Kochshow machen. Stimmt. Boah, oberkörperfrei. Das kann man die jetzt hier wieder böse drehen. Wir fangen in der Wüste an. Das ist jetzt Jakku oder Tatooine. Ich sehe da eh keinen Unterschied. Rey, sie atmet ruhig. Wir hören Luke. Also Luke spielt noch mit, aber klar, als Machtgeist dachten wir uns, der ihr sagt, beruhig dich, atme und so weiter und so fort. Dir leben jetzt 1000 Generationen oder so, aber das ist dein Kampf und wir fragen uns, was ist da los? Auf einmal rast ein Schiff auf... Wollen wir kurz darüber reden, dass diese ganzen Lines von Luke gar nicht im Film waren, sondern nur für den Trailer aufgenommen wurden, um die Fans irgendwie zu beruhigen? Das ist aber auch so ein klassischer Marvel-Move, ne? Ich find's, oder mittlerweile muss man sagen, klassischer Disney-Move. Ja, ich finde, das ist wirklich Scam, ne? Ja, gut, ich finde theoretisch kannst du mal so eine Line aufnehmen für einen Trailer, weil es dann halt ein bisschen cooler klingt oder so. Aber sobald du anfängst, ganze Szenen zu drehen, sie in den Trailer zu packen und bewusst sagst, ey, wir machen es wirklich nur für den Trailer, um irgendwie Hype zu bekommen, dann ist halt scheiße. Ja. Und ja, wie gesagt, das macht man bei Marvel regelmäßig.
Wer das mal in seiner Prime sehen will, der soll sich mal den Thor 3 Trailer angucken. Ja, das ist scheiße. Das ist halt irgendwie Scam. Ein Schiff auf sie zu. Ich so, oh, das ist Kylo. Und sie macht einen Matrix-Jump und sagt ihr, ich so, sie ist, also, wenn ihr uns jetzt sagen wollt, dass sie keine Mary Sue mehr ist, ich glaube, das... Sei kurz ehrlich, die Szene ist dumm. Aber ich finde, auf die Szene passt dieser Titel perfekt. Dummer, spaßiger Trash. Weil ich finde bis heute, das sieht irgendwie cool aus. Du findest es echt cool, wie Daisy Ridley an Seilen hochgezogen wird. Man genau sieht, dass sie an Seilen hochgezogen wird und sie uns ihren Arsch in die Kamera hält. Nein, guck mal, deswegen sage ich ja, dummer, spaßiger Trash. Es ist, weil so an sich der Move ist voll cool, aber es sieht halt einfach so trashig aus und ist halt auch von der Logik her trashig, aber irgendwie ist es ein bisschen cool. So hochspringen und so ein Flügel abschneiden ist schon so ein bisschen cool. Weißt du, woran mich diese Qualität von Film erinnert? Hau raus. Hast du Big Bang Theory gesehen? Ja. Die Filme, in denen Penny mitgespielt hat? Das Gorilla-Massaker oder so irgendwie? Wie heißt der? Der Killer-Gorilla, irgend sowas hieß der. Ja, der genau. Killer-Gorilla, irgendwie so. Aber die Qualität ist ähnlich zu dem, was J.J. Abrams uns hier gegeben hat. Ja, irgendwie schon. Der Killer-Gorilla ist dann Chewbacca. Ey, Kostüm passt. Ey, wenn wir, das Video ist noch nicht online, aber wenn wir an die Wookiee-Kostüme aus Solo Star Wars Story denken, das sieht wirklich genauso aus wie der Killer-Gorilla in The Big Bang Theory. Ja. Mann. Das ist nicht der beste erste Shot, aber Fairness halber sah schon irgendwie cool aus. Ha, haben wir guck. Nur diese Hahn-Leer-Musik. Also ihr seid alles Goldfische. Goldfische seid ihr. Alle Goldfische. Nach dem Motto, let the past die. Das war das Gegenteil. Das war, nein. Erinnert ihr euch an die Vergangenheit? War die nicht toll? Und die Leia-Musik, wir sehen Carrie Fisher, was ganz traurig ist, weil Carrie Fisher haben wir ja verloren, bevor Last Jedi in die Kinos kam. Der Film wurde ja gewidmet. Und wir wussten aber, Leia selber lebt noch und sie wird mitspielen durch nicht verwendete Szenen. Und alles an The Rise of Skywalker war komisch, weil ursprünglich war der Plan, Episode 7 macht Abrams, Episode 8 macht Rian Johnson, Episode 9 macht Colin Trevorrow. Und ich so, oh, Colin Trevorrow, wirklich? Der hat schon Jurassic Park so verschissen mit Jurassic World, das will ich nicht sehen. Aber selbst da gab es kreative Differenzen, er wurde rausgeschmissen und JJ wurde wieder an Bord geholt. Und ich sag's wie es ist, ich mochte JJ immer ganz gerne. Ich mochte den wirklich immer ganz gerne. Und ich frag mich gerade, was für kreative Differenzen war JJ Abrams bereit in Kauf zu nehmen, Colin Trevorrow aber nicht? Weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass Colin Trevorrow einfach mit der Gesamtsituation unzufrieden war, dass er einfach, also dass Rian Johnson ihm alles kaputt gemacht hat im Skript. Und ich glaube, dass J.J. Abrams das ziemlich egal war und er gesagt hat, hey, meine Skripte sind sowieso nie so krass, ich schreibe einfach irgendeinen Scheiß. Ich stelle es mir auch, also ich glaube, ich spreche jetzt mal aus meiner sehr entfernten Sicht von dem Ganzen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich eine ganze Star Wars Trilogie schreibe und dann kommt so ein Rian Johnson und bringt meinen Main-Bösewicht einfach um und scheißt auf den Haupt-Character-Arc meiner Protagonistin. Nicht nur auf den von der Protagonistin, von allen Protagonisten. Von allen, ja, natürlich von allen, aber also das bei Rey war ja nochmal, da hat er ja eine extra Szene eingebaut, der Typ, wo er sagt, hier, scheiß auf alles, was du bisher weißt, dir ist eigentlich niemand. Ja. Und ja, also ich glaube, ich hätte dann auch nicht mehr so Bock, den nächsten Film zu machen. Nee. Ist aber nur so ein Gefühl. Ja. Ich mochte damals The Force Awakens, also habe ich mich auf den Trailer eingelassen. Ich so, na mal schauen, was wir noch für Member Berries reinbringen. Und ja, genau das war der Trailer. Wir sehen tatsächlich Lando. Ich so, Billy Dee ist endlich am Start. Ja, er kann nicht mehr mit Han Solo rumperlen, weil der ist ja tot, scheiße. Und der Trailer sah nett aus. Was mich am Trailer angesprochen hat, war tatsächlich Folgendes. Wir sehen das erste Mal Rey, Finn und Poe zusammen. Die machen was zusammen. Ich so, wow, verrückte Idee, oder? Die drei neuen Hauptfiguren machen mal was zusammen. So wie damals Han, Luke und Leia. Das sollte eigentlich schon viel früher der Fall gewesen sein. Hat ja nur 2,5 Filme gedauert. Aber
Es sah irgendwie richtig aus. Es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Und dann nichts an diesem Film fühlt sich richtig an. Nichts! Ja, wir sind ja noch im Trailer. Wir sind ja noch im Trailer. Ja, aber sag mir mal, hat sich das oder fühlt sich das in deinen Augen richtig an, im Trailer zu sehen, wie Finn, Poe und Rey dort schimmeln? Nee, also das hätte sich richtig angefühlt im Episode 7 Trailer, aber jetzt ist mir auch scheißegal. Also nach 2 Filmen brauchst du die nicht mehr zusammenzustecken. So, jetzt ist der Zug eh schon abgefahren. Ey, Finn und Poe waren so cool zusammen eigentlich. Finn und Poe waren richtig cool. Rey macht wieder alles kaputt. Ey, da ist auch. Ich hoffe, er spricht es an. Diese erste Szene von den dreien zusammen, als wir nach der Intro-Szene die Rebellenbasis zurückkommen und Poe und Rey sich da streiten. Ey, ich habe mir das für das letzte Video noch so ein paar Mal angeschaut. Also wirklich, ey, Rey in der Szene, ne? Rey in dieser Szene. Ey, das hat mich auch so gewundert. Du hast ja im Stream auf mein Video reagiert, als ich das angesprochen habe, und du hast nichts dazu gesagt und dann im Video auf einmal hast es gecheckt, wie schlimm das eigentlich ist. Ja, also deswegen, ich habe ja auch immer davor gesagt, ich habe Episode 9 halt nur 2 Mal gesehen und ewig nicht mehr gesehen. Und jetzt für das letzte Video habe ich nochmal, zwar nicht ganz geschaut, aber nochmal so sehr viele Szenen vom Film gesehen. Bis du halt keine Energie mehr hattest. Und es ist halt krank, wenn es wirklich... Also, das ist wirklich... Nee. Und, war geil? Kann ich nicht denken. War geil? Super, war richtig geil. Mach ich nochmal. 5-Sterne-Bewertung. Super. Echt super. Endet der Trailer mit den Überresten des Todessterns, des zweiten Todessterns, wo ich mich aber auch schon damals gefragt habe, wie ist das möglich? Ich meine, wir haben gesehen, das Ding ist ja wirklich bis in die letzten Atome gespalten. So krass ist es, die Luft. Wie? Ich meine, einfach fucking wie? Aber okay, die suchen da irgendwas in den Überresten irgendwo im Wasser. Und dann hören wir das Lachen des Imperators. Und ich... Ist es einfach nur ein Gag für den Trailer? Ist es nur ein Soundbit? Oder spielt der Imperator wirklich? Ich hatte so gehofft, dass es nur ein Gag ist. Ich weiß nicht mal. Also, ich... Keine Ahnung. Ich kann nicht mal sagen, was ich damals gehofft habe. Ich weiß noch, wie ich den Trailer gesehen habe und auf jeden Fall gehypt war, als ich das Lachen gehört habe. Jetzt im Nachhinein, wäre es lieber ein Gag gewesen. Auf jeden Fall. Wirklich mit dem... Hä? What the bloody hell is happening? Und der Titel, The Rise of Skywalker, ich so... Kommt Luke wieder von den Toten zurück? Ist das die Wiedergutmachung, die wir brauchen? Und dann kam tatsächlich Palpatine, aka Ian McDermott, auf eine Bühne. Roll it again. Und ich... Roll it again. Ach du Scheiße, der spielt wirklich mit? Und mehr Teaser kamen raus, kam sogar ein Trailer raus, wo wir den Thronraum sehen des Imperators. Wir sehen zumindest nur seine Kapuze und ich... Okay. Also wenn Palpatine am Start ist... Erstens bin ich irgendwo am Start, weil selbst in den schlechten Star Wars Filmen, seine Performance ist immer episch. Ich meine, das muss man einfach sagen, Ian McDermott ist fucking episch. Egal wie albern es wird, der Typ kann's, oder kann er's? Willst du nicht? King? Ach, King, sorry. Ja, der ist einfach phänomenal und ich dachte aber, da muss eine gute Erklärung her. Witzig, weil ich gleich über den Plot von The Right. Ey, eigentlich hätte man da jetzt direkt hinter die Szene einspielen müssen, ne? Eigentlich ja, aber ich glaube, er macht es in 3 Sekunden. Aber ich habe jetzt mich mehr als genug mit einem gewissen Video auseinandergesetzt, in dem die Szenen mit Palpatine am Ende vorkommen. Und der Typ schafft es halt, diesen elendig dämlichen Plot glaubwürdig oder möglichst okay rüberzubringen und einfach Rey ist, die in dieser Situation wie die Idiotin wirkt. Obwohl sein Plan ist der komplett für den Müll ist. Also ich finde, ab dem Punkt, wo man ihm dieses übertriebene CGI-Gesicht mit diesen leuchtenden Augen gibt, ich finde, da fängt es an, dass auch er ein bisschen doof wirkt. Aber die ganze Zeit davor, wo er noch dieser sterbende Typ ist, der an diesem Roboterarm hängt, wirkt er noch voll cool. Also wirklich, egal was er sagt, er wirkt die ganze Zeit einfach
Er wirkt einfach wie der Imperator und es funktioniert dann mehr oder weniger, solange er redet. Ja. Ich weiß, ob Skywalker spreche. Aber ja, ich war irgendwo gespannt darauf, wo sie die Reise hinbringen. Auch dieser Kampf, den sie uns im Trailer geteased haben zwischen Kylo und Rey auf den Überresten des Todessterns im Wasser. Ich so, wow, das ist wie so ein Spiegelbild zu Mustafa. Anstatt Lava haben wir jetzt Wasser und es sieht nett aus. Also die visuellen Effekte sehen nett aus, die praktischen Effekte sehen nett aus. So richtig mit Herz und Seele bin ich einfach nicht mehr dabei. Ey, du musst endlich auf meine Kampfanalyse zu dem reagieren. Du musst es endlich gleich noch machen. Also auch mal ganz kurz so ein, ich weiß nicht mehr, ob das ein Hot Take jetzt von mir ist, aber ich glaube, mir fällt so spontan kein richtig guter Lichtschwertkampf ein, der in einem hellen Setting passiert. Ich check nicht, warum man das immer noch macht. Duel of the Fates? So ein richtig... Ja, aber das ist ja auch nicht... Also, ja, okay, ein Ausschnitt ist es hell, aber dann ist es wieder zwischendurch auch so hell, dass die Lichtschwerter auch wieder cool aussehen. Weißt du, wenn da der Hintergrund so komplett weiß ist und dann die Lichtschwerter davor sind dann so farbig und stechen nochmal heraus. Also ich finde halt, das Dümmste, was du machen kannst, ist einen Lichtschwertkampf irgendwo tagsüber irgendwo zu machen. Das sieht dann immer so Fanfilm-mäßig aus, finde ich. Mhm. Also auch der Kampf jetzt zum Beispiel, der wäre doch tausendmal epischer, hätte man das in der Dämmerung oder so gemacht. Man darf es auch nicht, ja, okay, man darf es auch nicht unbedingt komplett in der Nacht machen. Das haben wir in Obi-Wan gesehen, beim Vader-Obi-Wan-Kampf. Ich finde, da sehen die dann halt schnell aus wie so Leuchtstäbe einfach. Aber so ein bisschen dunkler, wie jetzt, keine Ahnung, Yoda gegen den Imperator in Episode 3, Anakin gegen Obi-Wan in Episode 3, das sieht halt viel cooler und viel epischer aus, finde ich. Also da müsste man ein eigenes Video drüber machen. Ich habe gehört, da ist auch schon eins in Planung zu diesem Thema. Aber die meisten Lichtschwertkämpfe sind halt wirklich im Dunkeln, zumindest in den Live-Action-Filmen. In Clone Wars fallen mir dann tatsächlich ein paar Dinge ein, die cool sind, die noch im Hellen stattfinden. Zum Beispiel Kenobi und Adigalia gegen Savage Opress und Darth Maul auf Hondos Planeten, aber ja. Aber Clone Wars ist also, finde ich, vom Look dann noch was anderes, aber ja, safe. Ja. Bei nach allem, was passiert ist, aber ich bin neugierig. Neugierig ist das Wort, da kam das Poster raus. Das ist das Poster, das gerade neben mir ist. Und darüber wurde sich sehr schnell witzig gemacht, weil, ja, wir sehen Kylo und Rey gegeneinander kämpfen. Witzig ist auch, dass Kylo seine Maske wieder hat. Let the past die. Nein, nicht past die. Auf keinen Fall, das wollte ich nicht. Ich habe gerade für JJ gesprochen. Aber Palpatine ist auf diesem Poster, das ist ein Spielzeug. I got a bad feeling about this. Das ist eine Actionfigur, die haben eine Actionfigur gefotoshoppt und ich... Okay, das ist wirklich seltsam. Mal gucken. Und ich bin ins Kino gegangen, hab den Film gesehen in der Pressevorführung, hab sogar ein Review gemacht. Und das Review war extrem positiv, ja. Weil der Film sich angefühlt hat wie eine fette Entschuldigung für The Last Jedi. Ich meine, der Film probiert so ziemlich alles, was The Last Jedi kaputt gemacht hat, irgendwie zu fixen. Manche Sachen kann man nicht rückgängig machen. Also, es ist so witzig, wenn man jetzt diese Trilogie guckt. The Force Awakens, The Last Jedi und Rise of Skywalker. Rise of Skywalker ist eher eine Fortsetzung zu The Force Awakens. Und wenn man mir erzählt, dass zwischen The Force Awakens und The Rise of Skywalker Luke und Snoke offscreen gestorben sind, dann braucht man den Film nicht, ehrlich gesagt. Weil so krass distanziert sich dieser Film davon. Und ich hatte Respekt davor. Weil The Last Jedi hat sich angefühlt wie ein krasser Angriff auf Star Wars. Wie ein Frontalangriff. Ich frage mich aber auch, wie sowas bei Disney zugelassen werden konnte. Also ich habe ja auch schon in meinem Video angesprochen, eigentlich, was in Episode 8 passiert, ist irrelevant für die Story, die JJ dann erzählt hat. Aber wie wird sowas zugelassen? Wie wird zugelassen bei Disney, vor allem von Kathleen Kennedy, die Rian Johnson ja vollkommen freie Hand gegeben hat, wie wird zugelassen, dass J.J. Abrams einen Film macht, der Episode 8 einfach vollkommen rückgängig macht und einfach in die Ecke schiebt, weil es egal wird? Das ist auch so ein Ding, was ich mich immer frage, weil, also natürlich, wir wissen es nicht, vielleicht, ich kann es mir kaum vorstellen, aber vielleicht wäre ein Film,
der die Dinger von Episode 8 aufgreift, noch schlechter gewesen. Aber ich glaube nicht. Also, aber jetzt überleg mal, ja, der Codeknacker ist draußen. Rose ist praktisch draußen. Holdo ist so oder so draußen. Es bleibt ja nichts übrig. Naja, alles ist einfach weg. Wir haben Luke noch mit drin, aber das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk gewesen, Luke irgendwie nochmal mit reinzunehmen. Das war's. Es ist, was soll man sagen? Das ist komplett. Es gibt so ein Video zum Ding, zur Sequel-Trilogie, wo das Ganze als Anti-Trilogie bezeichnet wird. Und ich finde, es passt halt perfekt, ne? Ja. Weil du hast einen Film, dann einen Film, der allem anderen in den Arsch tritt, und dann einen Film, der kommt, der dem Vorfilm in den Arsch tritt. Also es macht einfach alles keinen Sinn. Ich glaube, es ist näher an einem. Es ist näher an einem Rap-Battle dran als an einer Trilogie. Ja, wirklich, ja. Auf die Charaktere, auf das Vermächtnis. Traitor! Und jetzt, wo ich Rise of Skywalker nochmal gesehen habe, alle haben recht da draußen. Das ist kein guter Film. Das ist ehrlich gesagt sogar ein ziemlich schlechter Film. Das ist ein Film mit den krassesten Plotholes, den krassesten Plot-Conveniences. Und das ist auch der Film, der bestätigt hat, was mir eigentlich The Last Jedi schon bestätigt hat. Die hatten nie einen Plan. Die hatten keine Roadmap. Die wussten nicht, wo sie hinwollen. Vielleicht hatte JJ eine Roadmap, aber Rian Johnson hat es verworfen. Aber nee, so funktioniert definitiv keine Trilogie. Keine zusammenhängende Trilogie ergibt so Sinn. Das war, nach The Rise of Skywalker war das wirklich jedem klar. Und jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe. Well, we're waiting. Der Film ist doof. Der Film hat eventuell den bescheuertsten Star Wars Plot aller Zeiten. Bitte lass da kein Aber kommen. Und trotz allem mag ich ihn mehr als The Last Jedi. Und trotz allem, und das ist das Komische, ich probiere es in diesem Review Rewatch zu erklären, es ist schwer, das zu tun. Kennt ihr das, wenn es schlechte Filme gibt, die wirklich doof sind, die eigentlich alles dramaturgisch falsch machen, was man machen kann, aber ihr habt irgendwo ein Herz dafür? Ersetzt Rise of Skywalker durch The Last Jedi und du hast exakt das, was ich seit 2 Jahren über The Last Jedi sage. Ja. Also jetzt fühle ich mich wenigstens nicht mehr alleine. Ja, aber ich werde Eve jetzt auch mal sagen, Alter, wie? Erklär mir bitte in diesem Video, ich will jetzt in den nächsten 20 Minuten dieses Videos erklärt bekommen, warum. Was an The Rise of Skywalker fühlt sich spaßig oder richtig an? Es vermittelt null Emotionen, es macht alle Charaktere kaputt, die Story ist komplett für den Arsch. Was ist es? Hören wir es uns an. Rise of Skywalker ist so ein Film. Und ich probiere ganz genau abzutrennen, was objektiv wirklich beschissen ist und das, was bei mir funktioniert. Weil er hat objektiv gesagt. Reference. Jetzt einfach vor eine Kamera zu springen und zu sagen, schaltet euer Gehirn aus. Ich bin nicht diese Art von Filmkritiker. Das mache ich nicht, weil dann sage ich, habt einfach keinen Anspruch an das, was ihr gerade kriegt. Nee, gerade dafür macht der Film so extrem viel falsch. Aber es gibt Sachen, die überraschend gut funktionieren. Und das sind diese kleinen Momente, die, wenn man sie besser atmen lassen würde, der Film immer noch nicht super wäre, aber er um einiges besser wäre. Und auf die werde ich wirklich zu sprechen kommen. Denn ich habe das Gefühl gehabt, bei The Last Jedi gab es nicht einen einzigen Moment, den ich genießen konnte, ohne dass er nicht kaputt gemacht wurde durch eine Charakterzeichnung, die mir nicht passt, durch einen Gag, der reingeworfen wurde, oder weil der Moment einfach zerschnitten wurde und unterbrochen wurde. Das ist hier nicht der Fall. Gleichzeitig. Also ich habe gerade überlegt, welche Momente er meinen könnte, bevor er sagt, mir fällt nicht einmal ein, in welche Momente ich The Rise of Skywalker unterteilen würde, weil es gibt ja wirklich nur gerushte Blöcke, die irgendwie zusammengemanscht wurden. Ich habe auch wirklich wenig im Kopf vom Film, wo ich sage, das ist eindeutig so ein klar definierter Moment, den ich mir so gemerkt habe. Aber das Einzige, was mir Positives zum Film immer einfällt, ist dieser Kampf von Rey und Ren,
da in diesem, in seinem Quartier und unten auf dieser, wie heißt der, Kijimi oder so. Ja. Das ist immer so das Erste, was mir einfällt. Und auch das ist halt irgendwie dumm. Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was er meint. Gleichzeitig ist dieser ganze Plot so aus dem Arsch gezogen, dass jeder Einzelne da draußen, der sagt, das ist Nonsens, ihr habt recht. Der Film ist absoluter Nonsens. Und da gebe ich auch Respekt an J.J. Abrams. J.J. Abrams sagt sogar, wenn ihr den Film nicht mögt, ich verstehe euch. To those who didn't like it, I totally get it, respect it. To those who loved it, I'm grateful and dubious of your taste. Okay, der Film beginnt und der erste Satz ist wortwörtlich The dead speak. Ich... Job. Why? So bringt ihr Palpatine zurück mit dem Eröffnungstext. Ich habe später herausgefunden... Weil anscheinend hat die Galaxis eine Nachricht empfangen vom toten Imperator Palpatine, eine Nachricht der Rache, eine Übertragung. Und ich, wo? Fucking wo? Und das ist einer der Gründe, warum man den Film eigentlich hassen muss. Das ist bei Fortnite passiert. Are you serious? Das ist bei Fortnite passiert. At last the work of generations is complete. The great error is corrected. The day of victory is at hand. Wusstest du das? Ja, es steht seit langem auf meiner Liste für ein größeres Video. Und ich muss sagen, es gibt keinen größeren Disrespect als einfach ein wichtiges Star Wars Plothole in fucking Fortnite anzuteasern. Ach du ey, warum habe ich das nicht mitbekommen? Also ich glaube, das war sogar die Phase damals, wo ich wieder richtig in der Sucht war bei Fortnite. Wie habe ich das nicht mitbekommen? Ich habe es nicht einmal gespielt. Nee, obwohl, warte mal, nee, das war ja 2018. Hä? Als ob es da damals schon sowas in Fortnite gab. Ja. Das war doch dann 2018, muss es doch gewesen sein. Ja. Oder Mitte 2019. Ich weiß nicht mehr genau die Jahreszahl. Ich weiß nur, dass Disney sehr, sehr gerne mit Fortnite zusammengearbeitet hat und denen gerne erlaubt hat, alle Skins zu machen. Von Marvel, von Star Wars. Hm. Krass. Day of Revenge. The Day of the Sith. What the fuck is this? Jedenfalls verrät uns der Eröffnungstext, gibt eine Nachricht von Palpatine da draußen und Leute wollen ermitteln. Was bedeutet das? Ist Imperator Palpatine tatsächlich zurück? Was hat es damit auf sich? Rey trainiert derweil, weil ein paar. Jetzt, das ist eine weise Entscheidung gewesen. Das ist eine der wenigen weisen narrativen Entscheidungen gewesen. Der Film spielt ein paar Jahre nach den Ereignissen von The Last Jedi, weil man muss erstmal Gras über diese Sache wachsen lassen, muss man. Und Rey trainiert tatsächlich, was wichtig ist, weil so OP wie sie war, ist es auch mal nett zu sehen. Ja, aber sie trainiert sich selbst. Auch nochmal so ein Punkt. Ja, mit Leia halt, aber... Ja, gut, was macht Leia? Sie sagt ihr, komm, mach jetzt deinen Parcours. Und Rey macht den selbst. Da ist null Anleitung dabei, nichts ist dabei. Ja. Sehen, dass sie Trials hat. Also sie muss trainieren, um die letzte Hoffnung zu sein für die Galaxis. Und parallel haben wir Supreme Leader Kylo Ren, was ich ganz cool finde. Das war eine der wenigen Sachen, die ich mochte bei The Last Jedi. Der sich jetzt bedroht fühlt in seiner Autorität durch diese Nachricht von Imperator Palpatine. Was er machen möchte, ist ihn finden, falls es ihn gibt, ihn tot machen, damit niemand ihm in die Quere kommt. Und das finde ich ganz spannend. Ich mag ja die Idee, wenn Böse gegen Böse kämpfen. Und dann geht der Film los. Und ich sag's, wie es ist, ich mag die Eröffnungssequenz. Der Film ist sowieso am besten, wenn der Dialog ausfällt. Das ist ähnlich wie bei den Prequels. Der Film ist am besten, wenn er dialoglos funktioniert, weswegen... Ey, die Prequels haben einige der besten Dialoge. Und jetzt lass mal Anakin und Padme auf der Seite, aber Dooku und Obi-Wan ist Top-Tier. No. Obi-Wan no. Und Grievous ist Top-Tier. Nicht nur wegen den Memes. Ja, safe. Aber ich finde dass die Prequels sind häufig overhated, was das Writing angeht. Weil ja, okay, wir haben da immer mal wieder ein paar ziemliche Schnitzer drin. Ja. Aber auch wirklich richtig gute Sachen. Du hast gerade schon gesagt. Also ich finde auch so eine Szene wie Anakin gegen Obi-Wan am Ende von Episode 3
ist ja nicht einfach zu schreiben. Obi-Wan mit Anakin, kurz bevor Obi-Wan aufbricht zu Grievous. Genau, zum Beispiel die auch. Das sind Szenen, die sind nicht sehr einfach zu schreiben, weil die halt sehr, sehr leicht in dieses cheesy, kitschige übergehen. Aber ich finde, vor allem bei Anakin und Obi-Wan wird das immer verhindert. Und wir haben da wirklich sowas, was nicht zu kitschig, aber trotzdem emotional wirkt. Ja. Ich auch direkt sage, Kylo Ren ist das Beste am Film. Kylo Ren ist mit Abstand das Beste am Film. Gibst du mir hier recht? Ja, okay. Ein Joa nehme ich. Und wir haben tatsächlich Mustafa. Das was würdest du sagen, war das Beste am Film? Was? Was würdest du sagen, war das Beste am Film? Zu Mustafa kommen wir gleich. Was würdest du sagen, war das Beste am Film? Kylo Ren. Kylo Ren? Ich bleib bei Kylo Ren. Ja. Okay. Du? Ich überleg gerade. Mir fällt kaum was ein. Kaum. Ja, ist doch nicht so einfach. Ist auch nicht so einfach. Ich glaube, das Beste am Film, finde ich, war Lando mit Poe. Naja, ich bin immer noch nicht so ein Lando-Fan. Aber gut. Das ist was ich nicht gecheckt habe, weil der Planet nur von außen aussieht wie Mustafar. Aber anscheinend ist es eine alte Burg von Vader oder so in der Nähe. Ja, es ist Mustafar und da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, hast du es gecheckt im Kino? Nee. Okay. Habe ich nicht. Ich hab in einem Video gesagt, der rote Planet, merkt euch die Farbe rot oder vergesst die Farbe rot, sie wird keine Rolle mehr spielen in diesem Film, weil später wird alles blau sein. Und dann haben haufenweise Leute in die Kommentare geschrieben, wie kannst du nur, das ist Mustafa, das ist so eine krasse Reference. Ja, aber keiner hat's verstanden. Und es hat einen Grund, warum ich's rausgelassen habe. Es bringt nichts für diesen Film. Ja, safe. Geh ich mit. Ja, und da wütet Kylo Ren und diese Eröffnungsszene ist einfach nur geil, weil du hast das Gefühl, Kylo Ren hat genug von dem Scheiß. Er ist nicht mehr dieses schreiende Kind, das einfach nur bockig ist. Er ist jetzt ein Mann, der Taten wirklich umsetzt. Das heißt, er geht dahin, er schlachtet Leute ab, findet in so einer Truhe tatsächlich so etwas, was sich Sith Wayfinder nennt. Ich finde den Begriff so dumm, weil ein Sith Wayfinder ist dafür da, damit man den Weg zu Sith findet. It's so dumb. It's so dumb, it's brilliant. No! It's just dumb! Hieß es nicht früher mal Holocron zumindest oder so? Keine Ahnung, aber tatsächlich ist es einer der wirklich besseren John Williams-Tracks, weil John Williams hat hier mal wirklich ein geiles neues Stück Musik geschrieben und ich liebe diesen Match-Cut, wenn er sich dieses Ding anguckt und das rote Ding, das wir da drin sehen, ist eigentlich schon sein Schiff, wie er nach Exegol reist. Und Exegol ist ein cooles Set, ich sag's, wie es ist. Und gerade als jemand, der kein Fan davon war, wie die Sequels so generell mit Planeten umgegangen sind, weil die meisten waren Copy-Paste-Charaktere, das sieht aus wie eine Sith-Welt. So stelle ich mir das vor. Da blitzt es, da ist es düster, da gibt es Tempel, die uns verraten, dass da... Da gibt's eine Geschichte, da gibt's eine richtige Mythologie. Diese Mythologie wird uns natürlich nicht verraten, aber... Wollte ich gerade sagen, bitte erzähl mir diese Geschichte. Was ist die Geschichte von Exegol? Ja, so ein kurzer Talk von Palpatine oder so hätte ich auch gern gehört. Oder von mir aus Rey, die das dann... Die hat ja diese 1000 Bücher, die sie da gestohlen hat. Ja. Dass sie da was drin liest oder so. Ey, wir wissen bis heute nicht wirklich... Oder gut, irgendjemand hat es dann herausgefunden... Aber wir haben nie offiziell erklärt bekommen, wer diese jubelnden Leute auf der Tribüne zum Beispiel waren. Ja. Das sind alles solche Dinge, die man gerne im Film erfahren würde. Ja, das haben die Prequels richtig gut gemacht. Weil obwohl uns nie erklärt wurde, was mit den Planeten abgeht. Kamino, wir haben mit Obi-Wan Kamino entdeckt. Geonosis, wir haben mit Obi-Wan Geonosis infiltriert quasi dann die Separatisten dort beobachtet und Dooku hat uns dann so ein bisschen was erklärt, generell über die Galaxis. In Clone Wars wurden Kamino und Geonosis dann nochmal weiter erklärt. Wir waren auf Naboo, dort haben uns die Gungans erzählt, sie mögen die Naboo nicht. Da waren so viele Geschichten dabei, die dir nie in den Kopf kommen würden, dass das Geschichten waren, die uns da erzählt wurden, weil du es einfach für normal angesehen hast, dass du es verstanden hast, was da abging, wenn du auf dem Planeten bist. Nenn mir einen Planet. Das ist Worldbuilding. Nenn mir einen Planet in den Sequels, die du ohne Zusatzmaterial verstehen würdest.
Jakku? Kein, eigentlich. Ja, gut. Aber das sind halt auch so Planeten, die einfach meistens gar keine Geschichte haben oder so uninteressant sind. Also, tut mir leid, aber Jakku ist halt einfach Tatooine so. Ja. Okay, wir hatten die Schlacht von Jakku, das war interessant, aber sonst ist es halt Tatooine. Und toll, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Ja, weißt du, was das Beste an dem Ganzen ist? Es haben ja alle immer gesagt, oh krass, der Todesstern auf Endor. Glaubst du, das war Endor oder nicht? Ja. Ich weiß es nicht, nee. Das war nicht Endor. Das war nicht so aus zumindest. Das war ein anderer Planet. Das war ein Mond vom Waldmond Endor. Stimmt, das hast du auch mal in einem Video gesagt, ne? Nee, ja. Das habe ich eben nicht im Video gesagt, weil ich mir alles für ein Worldbuilding-Video aufspare, was Planeten angeht. Aber du willst mir erzählen, dass der Todesstern aus der Umlaufbahn von Endor mehrere tausende Kilometer ins All raus befördert wurde und dann auf einem Mond vom Mond gelandet ist? So, das ist das Worldbuilding von J.J. Abrams in den Star Wars Sequels. Und dann erzählt mir E4, boah, das ist schon, da steckt schon eine krasse Geschichte dahinter. Ja, welche denn? Welche? Aber die Idee dahinter finde ich geil und ich mag es, dass Kylo einfach so richtig determined ist. Er ist nicht am Schreien, er ist ruhig, nimmt sein Lichtschwert, sagt, ich finde jetzt, wer auch immer das ist. Und wer da so einen Fahrstuhl nimmt oder gigantische Statuen, das sind geile Bilder, muss man einfach sagen. Und dann hört man tatsächlich Palpatines Stimme. At last, you come to me. Und so, show yourself, I will kill you. Und ich finde aber, er kann die Stimme richtig gut nachmachen. Er kann die Stimme wirklich voll gut so, nachmachen. Ja, so stelle ich es mir vor, wenn Kylo Ren mal wieder so einen kleinen weinerlichen Moment hat. Show yourself, I kill you. Snoke has trained you well. Also, I killed Snoke, I kill you too. Und dann kommt so ein Moment, er ist so doof, wenn der Imperator sagt, I've been every voice you've ever heard inside your head und die Stimme wechselt von Snoke zu Vader zu Imperator und ich... Yoda war auch dabei. I've been every voice you have ever heard inside your head. Okay. Wobei, das war gar nicht Yoda. Ich dachte, Yoda wäre auch dabei. Kylo Ren zur dunklen Seite der Macht geturnt. Ich so, generell war das ja eine Geschichte, die ich interessant fand, die man uns einfach nie gezeigt hat, wie wurde Kylo eigentlich böse. Das hat man uns einfach nie... Luke wollte ihn abschlachten, aber davor meinte er schon, Snoke had already turned his heart. Ich so, wer ist dieser Snoke? Und dann sagt wirklich die Stimme von Palpatine, I made Snoke. Und ich, wie? So? Und dann ist da ein Gurkenglas mit mehreren Snokes drin. Ich so. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein ja. Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Snoke. The fuck? Das finde ich scheiße. Ich sag's, wie es ist. Und da merkt man auch, das war kein Plan für Snoke. Snoke war irgendein altes Sith. Ey, ich mag diese Edits. Ich mag die Edits auch. Die sind wirklich gut. Die sind wirklich stark. Sith. Weisheit. Eine Entität. Ich meine, der Typ war, ich glaube, sogar mächtiger als der Imperator in The Last Jedi, wie er mit Rey einfach mit einem Finger blub, blub, blub macht. Nee, und der ist jetzt tot. Das ist doch scheiße. Also, das kaufe ich nicht ab. Das kaufe ich nicht ab. Und dann sieht man den Imperator und es gibt keine Erklärung dafür, dass er lebt. Er ist jetzt. Ich dachte, Snoke wäre noch am Leben und würde sich am Ende von Episode 8 wieder aus seinen zwei Teilen irgendwie zusammensetzen und dann Kylo Ren über Hologramm anskypen und sagen, hey Bruder, komm mal schnell wieder zurück. Das hast du echt gedacht, so Post-Credit-Scene-mäßig oder was? Ja. Oder nicht Post-Credit-Scene-mäßig, sondern nachdem Rey einfach diese Tür zugeknallt hat, so wenig Glauben an Star Wars hatte ich noch, als ich im Kino zu Episode 8 saß. Lagst du leider falsch. Oder ich weiß nicht mal, ob es ein leider ist. Ja, wahrscheinlich schon. An Kabeln angeschlossen. Ich finde, er ist cool inszeniert. Er ist inszeniert wie in einem Horrorfilm. Er hat nicht mal mehr Pupillen. Es ist einfach nur weiß in den Augen. Er sieht verwest aus. Er hat keine Finger mehr, also zumindest nur kaputte Finger. Ich so, aber erneut, fucking how? Wir haben gesehen, wie du in die Luft geflogen bist. Und dann sagt er nur seinen Satz aus Episode 3. Dark side of the force is a pathway to many abilities.
Sammy considered to be unnatural. Und ich, okay, krass. Und der hat da untertan und dann flext er auch. Sagt, ich habe übrigens eine mega Flotte. Ich so, pff, das ist die größte Flotte aller Zeiten. Das ist so der JJ-Move. Es muss einfach mehr sein. Mehr. Und die kommen dann alle auf das Signal von Palpatine aus dem Eis. Und dann spielt die Vader-Musik. Die hauen halt die Member Berries so hoch. Und dann sagt er zu Kylo, kill the girl. She is not who she says she is. Who is she? Also okay, wir ändern doch Rey's Backstory. Das Intro verrät einem, was für eine Art von Film das ist. Das ist Redcon the Movie. Das ist Damage Control. Weil es ist nur Scheiße passiert im letzten Film. Jetzt müssen wir diesen Karren aus dem Dreck ziehen. Das schaffen wir nicht, ohne dass er nicht schmutzig ist. Und der Film ist schmutzig und so doof. Aber er hat Momente, die ziehen. Die Inszenierung hier am Anfang zieht. Dann haben wir Rey und wenn sie einfach nur ihren Trainingskurs hat zu ihrer Musik, das funktioniert auch ganz gut. Und ich finde Daisy Ridley, und ich weiß, da kriege ich immer um die Ohren, ich finde, sie wird schauspielerisch mit jedem Film besser. Und ich mag sie in diesem Film. Stimmt, lass ganz kurz mal. Das fällt mir gerade ein. Das will ich jetzt ja mal kurz erwähnen. Ich habe gestern mal ein paar Kommentare durchgelesen, hier auf dem Kanal. Das machen wir leider zu selten, aber habe ich gestern mal gemacht. Und habe dann einen Kommentar gesehen, der geschrieben hat, ich glaube, es war unter der Reaction zum Movie Pilot Episode 8 Rewatch, der dann gemeint hat, ja, irgendwie, ja, Rey ist keine gute Figur, bla bla bla, aber Daisy Ridley ist ja eine super Schauspielerin. Nein. Und sie sollte man nicht angreifen. Und dann kam noch eine Antwort auf den Kommentar, wo es dann hieß, ja, Daisy Ridley hat alles aus der Rolle herausgeholt, was sie konnte. Sie ist eine tolle Schauspielerin. Nein. Ich hoffe, wir finden den Kommentar und blenden wir den jetzt hier kurz ein. Ja, nee, ist nicht wahr. Was soll ich sagen? Also, oder was sagst du? Findest du das schlimm? Ich finde schlimm, dass Leute das immer noch glauben und ich muss mich auch nicht weiter dazu äußern, weil es, wenn mein Video endlich rauskommt, es stehen so viele Videos schon in der Pipeline und es kommt auch ein Video, wo ich nochmal dazu was sage, aber Daisy Ridley spielt in jedem ihrer Filme dieselbe Rolle. Geht alle Filme durch. Sie ist immer dieses perfekte Girl, auf das alle crushen. Und das nie etwas falsch machen kann. Sie hat immer dieselbe Rolle. Sie hat immer den Mund offen oder wenn sie ihn zu hat, hat sie auch nur zwei Gesichtsausdrücke. Daisy Ridley ist keine gute Schauspielerin, außer wenn sie auf der Bühne von der Disney Star Wars Convention steht und uns verkaufen will, dass sie voll hinter ihrem Charakter steht, weil das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und wenn, dann ist sie ein Fall für die Klapse. Ja, also ich kann auch nur sagen, wir schießen hier natürlich nicht gegen Daisy Ridley und das geht auch nicht gegen sie als Person. Doch schon. Aber als Schauspielerin, okay. Full front. Aber auch als Schauspielerin ist sie einfach, also was sollen wir sagen, die ist nicht gut als Schauspielerin. Natürlich kann man sehr viel aufs Skript schieben und natürlich ist da der Hauptschuldige Rian Johnson, JJ oder wer auch immer hinter dem Skript steht. Aber Daisy Ridley schauspielt das auch nicht geil. Also wir haben gerade schon erwähnt, Ian McDermott zum Beispiel, der wirkt krass, der wirkt trotzdem cool in diesem Film und hat Szenen, die einem wirklich im Kopf bleiben, wo man sagt, ey, das ist irgendwie, obwohl das so hirnverbrannt ist, was er da sagt, ist es eine coole Szene. Schau dir nur mal die Prequels an, ganz kurz, schau dir nur mal die Prequels an, was da für Motherfucker mitspielen. Dooku, Obi-Wan, der Imperator, Hayden Christensen jetzt nicht gerade, aber Natalie Portman. Das sind so viele krasse Motherfucker dabei. Da gab's dann früher noch solche Rollen. Snape oder den Joker, wo du gesagt hast, boah, Alter, was für krasse Schauspieler. Und heute reicht's, wenn eine Figur in ein paar Explosionen verwickelt sind und die Leute sagen, boah, das ist aber krass. Was ist das? Ja. Also das ist halt so ein bisschen das Ding. Also schaut euch wirklich mal so ein paar Szenen von Rey an und überlegt euch mal, macht sie diese Szene, also rettet sie irgendwas in dieser Szene und ja, ihr werdet schnell merken, nein, dass sie das nicht tut. Es gibt eine Rolle, die ich ihr geben würde, sofort. Skynet aus Terminator, weil ich bin mir sicher, Daisy Ridley wäre gut darin, eine AI zu spielen. Das kann sein. Nur zwei Gesichtsausdrücke und einfach nur so Medium-Dialoge.
wenn überhaupt. Das kann wirklich sein. So eine personifizierte Skynet. Die eine Sache, die in Last Jedi funktioniert hat, diese Macht-Connection, die Kylo und Rey hatten. Ich finde es cool, dass die das weitermachen, dass die einander sehen und dass Kylo die Maske von Vader, wenn er die anfasst, dann sieht er immer, wie er Vader, ja, Han umgebracht hat. Und ich finde die Idee cool, dass Kylo in diesem Film die ganze Zeit fast keinen Dialog hat. Dass er wirklich so dieser methodische Bad Guy ist. Und es ist ja ganz spannend, weil in der Samurai-Lore, wenn du beschädigt wirst, nimmt man deine alten Sachen, macht sie wieder zusammen mit Goldlegierung und dann hast du halt ein Outfit, das vom Krieg gezeichnet ist. Und das gleiche macht er mit seiner Maske. Warum? Ich glaube, mehr als nur JJ will die Maske zurückhaben und coole Actionfiguren. Ich glaube tatsächlich, weil er weiß mittlerweile, wenn er Rey ins Gesicht schaut, weiß sie, dass er ja auch ein netter Bube sein kann und das will er ihr nicht geben. Auch weil JJ ein Easter Egg zur japanischen Historie und der Verbindung zu George Lucas Star Wars haben möchte. Aber mal so eine Frage, wo war Kylo Ren wirklich methodisch? Er ist einfach immer nur Rey von Planet zu Planet nachgejagt. Das ist doch nicht methodisch. Nee, das nicht. Also dieses Samurai-Dings, das habe ich auch schon mal vor ein paar Wochen oder Monaten, da habe ich schon mal vorher gelesen. Finde ich eigentlich ganz cool, aber ja, also ist cool, aber reißt für mich jetzt auch nichts groß raus. Ist so ein cooles Easter Egg halt irgendwie, mehr auch nicht. Ja. Zugeständnis. Und ich finde es geil mit diesen roten Schlieren da, das hat was. Ich finde es natürlich total affig. Affig ist wirklich der Begriff, dass diese Maske ihm zusammengeschweißt wird von einem Schimpansen. Das ist ja. Ein Schimpanse, das ist Caesar aus Planet der Affen. Das muss. Hä? Und wir sehen die Knights of Ren und ich endlich, die machen nichts. Sie sind genauso nutzlos wie Captain Phasma. Also, dass dieses Fass je aufgemacht wurde, ist so dumm. Aber ich mag das physische Schauspiel von Adam Driver. J.J. Abrams hätte aber Phasma zurückbringen können und da er den Imperator zurückgebracht hat, hätte das auch keinen mehr gejuckt. Weil Phasma hatte ja einen ähnlichen Tod wie der Imperator, es hätte niemand, niemand wäre draufgekommen wahrscheinlich. Hättest du irgendwie erklären können, ja, ihre krasse spezielle Rüstung hat sie vor dem Feuer bewahrt und sie ist weich gefallen oder ja. So irgendein Quatsch und dann, wenn Ben Solo wieder gut wird, dann lass Phasma mit den Rittern von Ren irgendwie Kylo Ren jagen, ja. Irgendwie sowas. Es ist einfach nur Quatsch. Schon, ja. Es ist einfach nur Quatsch. Weil erstens, er spielt so viele unterschiedliche Rollen in dem Film und wenn er da Befehle gibt, macht er wirklich den Hahn, sehen wir, er zeigt jemand den Finger und dann haben wir Finn und Poe und das ist eine weitere Stärke. Finn und Poe wurden komplett getrennt in The Last Jedi, was keinen Sinn ergeben hat, weil die waren so eine gute Dynamik im ersten Film und die beiden funktionieren einfach gut zusammen und sie haben jetzt von einem Spion gehört, dass der denen helfen kann und die haben einen Mechaniker an Bord. Heißt der Claude? Ich glaube, der heißt Claude, was auch kein Star-Wars-Name ist. Aber das ist eine Schnecke ohne Arme. Wie kann der denn Mechaniker sein? Mann. Das ist so doof. Ja. Und die haben da jemanden, der denen was verrät. So ein Alien, übrigens auch gesprochen von Mark Hamill. Das wird später geköpft von Kylo. Und dann zig TIE Fighter, weil das ist das Ding, das macht JJ. Wann immer wir anfangen, den Plot zu hinterfragen. Ah, TIE Fighter, ah, Action, wir müssen wegrennen. Dieser Film ist Plot Hole und Plot Convenience hoch 14. Lightspeed Skipping, was zur Hölle ist das überhaupt? Don't ask questions. Just consume product and then get excited for next product. Okay. Und ja, dann kommt's, wie es ist. Finn und Poe kommen zurück und dann sehen wir das erste Mal die Dynamik zwischen Poe und Rey, dass die sich so ein bisschen ankacken gegenseitig, finde ich ganz. Was hast du mit meinem Droiden gemacht? Was hast du mit meinem Falcon gemacht? Das ist nicht dein Falcon, das ist Hans Falcon, okay? Aber ja. Und dann kommt's. Also, dieser Dialog, den kann niemand gut machen. Somehow Palpatine returned. Somehow, das ist die Begründung. Er ist da, weil. Das ist wirklich alles, was uns der Film gibt. Somehow Palpatine returned. This is great.
Es ist einfach scheiße, man kann es nicht alles sagen. Und der Film hat halt auch so viel Mist. Und jetzt stellt sich Folgendes heraus. Rey hat ja die Bücher geklaut von Luke im letzten Film. Und anscheinend hat Luke schon mal eine Schnitzeljagd gehabt und hat nach einem Jedi-Killer gejagt und all dieses Zeugs. Und Rey sieht auf einmal wieder dieses Schiff, das abgehauen ist mit ihren Eltern. Und ich... Alles, was ihr hier über Luke erzählt, klingt spannender als das, was ich über Luke erfahren habe in The Last Jedi. Vor allem, ich stelle mir nur die Frage, wie lange gibt's diese Sith-Wegfinder? Weil diese Bücher sind ja tausende Jahre alt. Das sind die allerersten Jedi-Schriften, wurde uns erklärt. Und die berichten schon von so einem Sith-Wegfinder? Mhm. Ja, also, die soll es ja schon ewig geben, diese Sith-Wegfinder. Ja, aber pass auf, diese Bücher zeigen an, irgendwie, hey, hier... Oder ich weiß nicht, was die genau über diese Sith-Wegfinder erzählen, aber... Das wäre doch mal eine gute Idee gewesen, so ein bisschen die Story von Exegol und sowas zu beleuchten, aber nein, gar nichts. Ja, und vor allem, es wäre auch sehr, sehr leicht gewesen. Du hast bei so einem Film oder allgemein bei einer Geschichte, hast du immer die Möglichkeit, bei so Expositionssachen, ist immer die einfachste Möglichkeit, die du hast, jemanden reinzubringen, der fragen kann. Und mit Rey oder der ganzen Rebellion hast du ja Leute, die wirklich nichts wissen und eine Quelle mit den Büchern haben. Und dann kannst du wirklich Rey lesen lassen und sie muss ja den anderen die Infos geben, weil die eine Taktik irgendwie bringen müssen. Und dann kannst du Leia nehmen, Finn nehmen, Poe nehmen, wen auch immer du willst und ihn einfach fragen lassen. Einfach sagen, was ist der Plan, was machen wir jetzt? Und dann kann Rey 2, 3 Sätze zu Exegol sagen. Das ist nicht mal voll kompliziert, das irgendwie mitten in den Film reinzubringen. Das sind vielleicht so 2 Minuten oder so, die du handwerklich ganz, ganz einfach umsetzen kannst, was aber einfach nicht gemacht wird. Jo. Und ja, ich check's nicht. Jedi, der hatte Abenteuer mit Han, Luke, mit Han, Leia und Lando. Ich so... Wieso haben wir die nie gesehen? Das klingt nach der Geschichte, die ich jetzt eigentlich sehen will, anstatt diese zusammengewürfelte Nonsenskacke. Aber ja, Finn, Poe, Chewie, BB-8 und 3PO gehen jetzt zusammen auf eine Mission. Da verabschiedet sich halt auch Rey von Leia. Und ich find's ganz witzig. Also man merkt halt so krass, Rose ist da. Und dann sagt man, nee, du kommst nicht mit. Erneut, fuck you, Last Jedi. Das passiert so häufig in dem Film. Und dann reisen die in diese Wüsten von, wie heißt es, Passana? Ich glaube, wo es einfach so ein Burning Man Fest. Das heißt Party Tatooine. So gibt von irgendwelchen Leuten in Kutten, die so rumraven. Ich finde das ist ganz nett, aber es ist wieder ein Wüstenplanet. Und alles, was hier plotmäßig passiert, ist doof. Es ist einfach nur Exposition und Quatsch. Es ist wirklich Quatsch. Es ist so nach dem Motto, wir müssen den Sith Wayfinder finden. Der ist hier irgendwo, weil es gibt ein Schiff von jemandem, der Ochi heißt und sonst was. Und der hat einen Dagger und da muss das Ding sein. Und da gibt es Verfolgungsjagden, weil wann immer wir anfangen, den Plot zu hinterfragen, schnell, Stormtrooper. Ist das nicht so? Wirklich, ja, okay, weil der Plot ist so vergessenswert. Und da dieses, they fly now. Ich so, das ist nicht das erste Mal, dass die Jetpacks hatten. So, also, hä? Aber, das ist das Ding. Ich glaube, ich kann ein paar Sachen erklären. Es gibt ein paar emotionale Szenen, die bei mir ziehen, die wirklich bei mir ziehen. Und die ziehen wirklich bei ihm. Diese Szene zieht Arsch bei mir. Also wirklich, also ich hab gedacht, der blendet jetzt die Han-Kylo-Szene ein. Da hätte ich gesagt, ja. Aber diese Szene ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Ich sehe erstmal den schlechtesten Lichtschwertkampf jemals, wo ich einfach die ganze Zeit mit Wellen überschwemmt werde. Keine Ahnung wieso. Und dann tötet Rey Kylo Ren, obwohl Ren hätte Rey töten können. Aber dann hat Rey ein bisschen delayed das Flashback von Leias Tod, fängt deswegen an zu weinen und kann Ren auf einmal heilen. Und jetzt soll ich anfangen zu weinen, weil das traurig ist, oder was? Nein, du sollst anfangen zu weinen, weil es so schlecht ist. Passiert. Ja, also das ist wirklich die einzige Möglichkeit. Also tut mir leid, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen kalt oder so, aber der Tod von Leia in diesem Film ist mir sowas von, und das hört sich jetzt so brutal an, scheißegal. Also ich wusste vorher, dass sie stirbt. Ich wusste vorher, dass die müssen sie rausschreiben. Und du hast diese
in die Fresse-Szene, in der Leia und Rey sich umarmen und wir wissen, die werden sich nie wiedersehen. Und die Main-Emotion, die hier rauskommen sollte, ist die Empathie für Rey. Dass ich sage, ey, sie hat jetzt ihre Mentorin verloren. Aber ich hasse doch Rey. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert vom ganzen Emotionskonstrukt vorne und hinten nicht. Und es mündet dann alles in dieser scheiß Szene, wo wir in so 20 Sekunden 97 Mal hin und her cutten, unnormal das komische Konstrukt haben, wo dann der den tötet und dann doch nicht und hier und gelöst wird das alles dann mit, ja, Kylo Ren ist eigentlich tot, aber hey, ich kann meine Hand auf seine Wunde legen und dann wächst da wieder Fleisch raus. Ja. Ja. Ich glaube auch. Ich weine emotional. Super. Ja. Der Film ist Trash. Okay? Ja, ist er. Und auf einer Trash-Ebene funktioniert er. Das ist ja das, was Hardy manchmal sagt. Für Hardy war Exorcist Believer ein Trash-Film, oder? Und deswegen hat er für dich funktioniert, du hattest Spaß. Für mich ist Rise of Skywalker ein Trash-Film. Das ist wirklich Trash. Und dieses Serial-Adventure-Ding, was ja... Guck mal, Star Wars basiert auf Serial Adventures, ist aber wesentlich besser inszeniert und auch besser geschrieben als Serial Adventures, richtig? Das Ding ist ein Serial Adventure. So ein Saturday Morning Cartoon. Und dafür funktioniert es. Und ich habe mehr Respekt vor etwas, was trashig ist und so offensichtlich weiß, dass es trashig ist, als eine Beleidigung für Star Wars, was tut, als wäre es ein intellektuelles Meisterwerk. Weißt das du, Problem ist, selbst wenn du diese nein. Vorlage hast, solltest du den Anspruch haben, als Star Wars Film nicht Trash zu sein. Ja. Also ich... Weißt du was? Ich 100% das Gegenteil von dem, was Eve gerade gesagt hat. Selbst wenn du absolute Scheiße machst, habe ich mehr Respekt vor dir, wenn du dich wenigstens selbst ernst nimmst und versuchst, was zu machen, als wenn du einfach reingehst wie JJ und dich hinstellst und sagst, ja, wenn du den Film nicht magst, dann kann ich jetzt dich verstehen, ist ja auch irgendwie scheiße. Vor allem, wenn dein Film den Titel Star Wars trägt. Ja. Das. Es gibt keinen größeren Titel im Kino. Gibt es einfach nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist dieser Film, der ist halt trashig ohne Ende. Und dann werden sie in der Menge gerettet von irgendjemandem, der nimmt den Helm ab. Oh, es ist Lando! Und Lando sagt, ja, ich hatte wirklich coole Abenteuer mit Luke, von denen ihr nie erfahren habt. Es ist Videospiellogik. Exposition, Exposition. Hier müsst ihr lange Exposition. Und die knallen dann nach einer Verfolgungsjagd in den Treibsand und sterben nicht, weil in der Höhle finden sie Knochen und finden sie dann tatsächlich diesen Dagger, diesen Dolch, der diesem Ochi gehört hat. Und Rey fasst ihn an. Etwas Schlimmes ist damit passiert. Und sie sieht auch immer, wie ihre Eltern abgestochen worden sind. Und sie sagt, etwas Schlimmes ist damit passiert worden, während sie den Youngling Killer 3000 in ihrer Hand hält, will ich nur sagen. Ey, mir fällt das, ich will nicht sagen, mir fällt das auf, aber Eve und wir beide haben so recht ähnliche Talking Points. Mich würde das wirklich mal interessieren, wer von anderen Creatern unsere Videos schaut. Auf welchen Creator haben wir so über unsere Videos Einfluss? Wäre wirklich mal interessant. Es wäre so interessant. Eve, bitte, bitte antworte. Sag, ob du unsere Videos schaust. Eigentlich muss Eve doch von der letzten Reaction irgendwie mal, zumindest, dass er die vorgeschlagen bekommen hat. Also wir haben ihn ja sogar im Titel Movie Pilot markiert. Ja, aber Movie Pilot ist ja nicht sein privater Account. Es kommt drauf an, was er privat dann schaut. Gut, aber ich denke mal, der wird doch in seinem privaten Account viel Movie Pilot drin haben, oder? Oder ja, war, möglich. Ja, gut, ist halt die Frage. Möglich. Ja? Ich würde es gerne mal wissen. Dieses Wort Youngling Killer 3000 haben auch zwei Leute in meine Kommentare geschrieben. Ja, okay, gut. Das ist aber auch so ein Ding in der Star Wars Community. Da gibt es ja auch voll viele Memes drüber. Ja, aber deswegen, also er konsumiert auf jeden Fall andere Star Wars Medien. Ja, natürlich, das ist klar. Meinst du, er hat dein Wie Frauen Star Wars zerstören Video gesehen? Ich hoffe nicht. Dann mag er mich nicht. Obwohl doch, besser ist, wenn er es gesehen hat, als wenn er nur den Titel und Thumbnail gesehen hat. Okay. Dann soll er es wenigstens ganz gesehen haben. Okay. Dann konnte ich mich erklären. Ey, bei mir ist es so, egal welcher Creator mich schaut, mir ist alles komplett egal, sie sollen einfach nur mein Rian Johnson Video zu Ende schauen
und sehen, was der Typ alles für Mist fabriziert hat. Weil ich warte nur darauf, bis andere Creator davon erzählen, wenn sie über Rian Johnson sprechen, weil das, Alter, das kannst du dir echt nicht ausdenken. What are we going to do? Ja. Und das Problem an diesem Film ist, der Plot ist so doof und der weiß, dass er doof ist, weil jedes Mal, wenn es ein Problem ist, sagen sie, es ist so ein Problem, wie lösen wir es? Ich habe die Antwort. Okay, wir haben die Antwort. Zum Beispiel, die Sprache hier ist die Sprache der Sith, die kann nicht mal 3PO lösen. Und, ja, weil 3PO hat eine Programmierung, die ihm verbietet, die Sprache der Sith zu übersetzen. Hat Annie ihm das eingebaut? Ey, diesen ganzen Plot of Kijimi, den hättest du einfach streichen können. Ja. Das ist nur drin, also, weil JJ uns Zori und Babu Frick geben wollte. Das trägt null zur Story bei. Mich macht auch bis heute noch diese scheiß Verabschiedung von C3PO so sauer, ne? Ja. Also, dass sie das in den das ist noch größerer Scam als das, was wir vorher erwähnt haben mit irgendwie Audios aufnehmen, die gar nicht im Film sind. Einfach in den Trailer zu packen, dass C-3PO stirbt. Und es war beim zweiten Trailer, war das, glaube ich, war das die große Endszene, die uns so hypen sollte und emotional kriegen sollte. Und dann haben wir einfach, so 10 Minuten hat er sein Gedächtnis verloren und R2 hat halt noch die Platte, aber hey, wir haben es im Trailer gezeigt. Mhm. Ja. Ach, Mann. Oops. Krass, das ist so dumm. Das ist unfassbar dumm. Aber wenn ich nochmal komplett neu programmiert werde und mein Gedächtnis gelöscht wird, dann geht's. Ach so, so einfach geht's. Dann hauen die ab. Die Knights of Ren sind da, entführen Chewbacca. Sie machen wirklich nichts, außer cool rumzustehen. Sie sehen halt aus wie die Nazgul für Star Wars, machen aber nichts. So. Diese Shots haben mich erinnert an die Assassinen aus Prince of Persia, wie sie so auf diesem Felsen stehen. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Das ist ganz schön, das ist wirklich doof. Das ist einfach, sagst wie es ist, der Film ist doof. Und warum verteidigst du ihn dann noch? Chewie wird entführt. Warum machst du dir was vor, Eve? Tauziehen zwischen Kylo und Rey, die ja erstmal sein Schiff mit dem Matrix-Move kaputt. Mann. Ja, Daisy Ridley ist so eine geile Schauspielerin. Mhm. Daisy Ridley, guck mal hier, dieser Gesichtsausdruck. Stimmt, cool. In diesem Film schreit nicht mehr Kylo rum, jetzt schreit Rey herum. Ja, ja. Und dann gibt's ein Tauziehen zwischen Kylo und Rey, die ja erstmal sein krasses Schauspiel, Bruder. Warum guckt sie geradeaus? Warum? Warum guckst du Kylo Ren dabei an, hä? Vor allem, warum siehst du dabei aus, als hättest du gerade den Obama deines Lebens ins Weiße Haus gelegt? Ja, wirklich. Und der hat nicht mal eine Verletzung, obwohl das Schiff explodiert. Was ist herausgeflogen? Und dann ziehen die halt das Schiff hin und her und hin und her und hin und her. Und Rey schießt auf einmal Blitze aus ihrer Hand, wie der Imperator. Da denken wir, what the fuck? Das Schiff geht in die Luft, sie hat Chewie getötet. Aber 5 Sekunden später, nein, 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 keine Angst, Chewie ist nicht tot. Der war auf einem anderen Schiff. Ey, Mann, ich kann nicht mehr. Dumm. Dumm. Es ist einfach nur das klippe ich mir. Diese beiden dummen Dinger, die klippe ich mir. Die werden irgendwann in dem Video verwendet. Ey, muss man echt, ne? Ich kann nicht mehr. Ich habe diesen Film so ausgeblendet. Wirklich, ich habe ihn 2-mal gesehen. Ich habe ihn so ausgeblendet. Mhm. Vor allem diesen Part hier mit diesen Blitzen. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt. Du hast meine Videos aber gesehen im Stream. Ja, nee, also ja, ich habe es ja gesehen, aber du hast ja gesehen, ich war nicht mit so viel Wut dabei. Ich war nicht mit so viel Emotionen dabei, weil ich diesen Film so weggeschlossen habe. Ja. Kennst du bei Inception diese Frau von Leonardo DiCaprio, die in ihrem, die in so einem Safe einschließt, die Wahrheit, dass ihr Leben gar nicht real ist, und sie schließt es da ein und macht es zu und macht den ganz weiten ihr Unterbewusstsein? Ja. Genau das habe ich mit The Rise of Skywalker gemacht. Ey, aber langsam kommt es zurück. Wärst du mit Hass dabei gewesen, hättest du locker 10 Videos für deinen Highlight-Kanal gehabt. Ja, das kann sein. Ach, Mann. Ich glaube, ich muss bald mal wieder Episode 9 ganz schauen.
Es steht auf meiner To-Do-Liste steht Episode 9 und Episode 7 nochmal schauen, weil ich die so lange nicht mehr geguckt habe. Bevor du mein letztes Video siehst, schau dir Episode 9 an. Ja, das mache ich. Oh, aber ich verstehe, ihr wollt nicht noch mehr beliebte Charaktere killen. Ja, dann merkt sie langsam, irgendwas ist in mir los, meine Güte. Aber jetzt fahren wir nach Kajimi, weil da finden wir heraus, wie wir das Bullshit-Ding mit 3PO machen können. Und Kajimi ist ein Planet, der wirklich besetzt wird von der First Order. Und es macht schon irgendwie Spaß zu sehen, wie so ein Planet ausschaut, wo die First Order ist. Da ist Carrie Russell am Start, Zori Bliss spielt sie, glaube ich. Und ist der alte Bekannte von Poe. Weil stellt sich heraus, Poe! Jetzt ist er endgültig ein Han Solo Ripoff. Der war mal ein Schmuggler und da ist seine alte Crew. Und dann lernen wir Babu Frick kennen und Babu Frick ist toll. Ich kann nicht gut nachmachen. Nee. War's okay? Kannst du ihn nachmachen? Schade. Also das Ding ist super. Und das muss jetzt 3PO das Gedächtnis löschen. Und da findet Rey auch raus, Chewie ist am Leben. Und erneut eine Sache, die cool ist, Kylo kommt dahin. Und die haben einen Kampf, einen Lichtschwertkampf mit dieser Force Connection. Das bedeutet, die sind eigentlich gar nicht im gleichen Raum, schlagen sich aber durch unterschiedliche Raum- und Zeitebenen. Und das macht Spaß und das ist gut inszeniert. Ich mag es immer, wenn sie was Neues mit der Macht machen, obwohl ich es witzig fand, dass Rey davor in der Höhle eine Schlange geheilt hat. Ich so, lass mich raten. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir das im Film gesehen haben. Sie hat davor auch, sie schwebt. Fucking how. Ihr wollt mir immer noch sagen, sie ist keine Mary Sue. Fucking how? So, weil sie 3 Bücher von Luke geklaut hat und das gelesen hat? Naja. That's not how the Force works. Es ist, was es ist. Aber ich gebe dem Film das. Der probiert zumindest, den 3 Hauptfiguren Sachen zu geben. Wie zum Beispiel Rey hat Angst vor sich selbst, vor ihren Fähigkeiten. Muss sich ihrer Herkunft... Den 3 Hauptfiguren probiert es, Sachen zu geben. Außer Finn. Naja. Vor Finn wird halt so geschissen, ne? Ja. Das ist so brutal. Gut, er merkt, oh, er ist nicht der einzige Deserteur. Also, wow, ja. Obviously. Naja. Aber was ist mit dir, Junge? Mann. Vor allem, was wird Poe gegeben? Sie hätten ihn zu einem Auftragskiller machen können und die anderen hätten sagen können, na, das war nicht so gut, was du früher gemacht hast. Aber nein. Irgend sowas, ne? Ja. Aber, oder zu so einem Piraten, der mit seinem, deswegen ist es so ein guter Pilot, weil er mit Hondo Onaka geflogen ist und andere Schiffe gekapert hat. Aber nein! Nein! Er ist Han Solo! Ja. Junior. Das ist so schlimm. Und stellen, die jetzt doch eine Bedeutung hat. Poe muss General werden. Finn wird nochmal konfrontiert mit anderen Stormtroopers, die desertiert sind und entdeckt in sich die Macht, was sogar cool ist, weil ich dachte, er ist die Hauptfigur, als ich damals die Trailer zu The Force Awakens. Das heißt, es sind wenigstens Versuche und eine Dynamik zwischen diesen 3 Figuren herzustellen, weil das ist der einzige Film der Reihe, in dem der neue Cast im Vordergrund steht und es gibt quasi nur Cameos von der alten Garde, aber diese Cameos, die gehen mit Respekt um. Und ehrlich gesagt, wenn so die ganze Trilogie gewesen wäre, nicht wir scheißen auf Luke, Han und Leia und behandeln sie wie Dreck und geben euch Charaktere, die ihr nicht mögt, sondern so ein nettes, dummes Abenteuer mit kurzen Cameos, die respektvoll mit den Alten umgeht, wäre ich mehr damit klargekommen, dass das jetzt der 3. Teil der Reihe ist, der all das aufmacht, ist natürlich total bescheuert. Ist es einfach. Ja, und wir führen einen neuen General ein, General Pride, gespielt von Richard E. Grant, und der ist super. Der ist wirklich super. Das ist ein neuer Charakter, das ist Oldschool imperialer Arsch. Erneut Damage Control, weil Hux kann niemand mehr ernst nehmen nach The Last Jedi, weswegen er auch der Spion ist. Ja, weil... Das ist auch so wenn krank. Wenn Poe und Finn probieren, Chewie zu retten und alles freischießen, die finden da übrigens noch so einen kleinen Mini-Droiden, der heißt Dio, weiteres Spielzeug gesprochen von JJ, wenn die da alles zerschießen, Plot Armor hoch 20, aber sie werden gefangen genommen, aber von Hux befreit, aber Hux wird direkt erschossen von Pride, weil... Niemand interessiert sich mehr für Hux. Wir sind alle so over Hux, muss man einfach sagen. Hux hätte der große Bösewicht sein können, wenn JJ sich mal mit Hux Mühe gegeben hätte. Aber nein, er hat einfach da weitergemacht, wo Rian Johnson aufgehört hat. Und das war das, was Hux dann wirklich schlussendlich zur Lachnummer gemacht hat. Man hatte mit Hux und Snoke eigentlich 2
übertrieben gute Vorlagen für richtig bedrohliche Bösewichte, aber schmeißt beide weg. Ja. Ja. Mal einfach sagen. Aber ja, er C-3PO verliert sein Gedächtnis und sagt, dann machen die Witze damit. Das ist okay. Das ist halt 3PO-Humor, den es schon immer gab, deswegen stört er mich nicht. Aber wenn Kylo seine Maske abnimmt und zu Rey sagt, you're a Palpatine, you're his granddaughter. Yes, your parents were nobody, because they chose to be. Ich so. Da habt ihr diesen Plot her. Genau da habt ihr ihn hergezogen. Aber stellt sich heraus, die sind eine Dyad in the Force. Das heißt, vor allem, es ist ja ein fetter Spoiler einfach mal in der Mitte vom Film. Da gab es keinen Aufbau, kein Nachforschen, kein gar nichts. Er spoilert es einfach. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und am Ende stellt sich dann Palpatine so hin, ja, ich habe so lange gewartet auf die Rückkehr meiner Enkeltochter. Und ich denke mir einfach nur, ja, Bruder, wir haben es schon gehört. Ja. In der Mitte des Films, so. Und dann am Ende, also am Ende sind auch noch Poe und Finn da und Finn kommt dann auf die Idee, einfach mal D.O. zu fragen, hey, woher, oder was weißt du alles? Und dann so, oh krass, wir haben hier die Geschichte von Ochi und dass er Rey holen sollte und wir denken uns so, ja, das Ergebnis davon kennen wir ja schon. Und es wird ja in der letzten Szene wirklich so inszeniert, als wäre das voll der krasse Twist. Ja, er also wollte sie leben. Oh mein Gott. Auf dieses Enkeltochter und sowas. Ja, aber ne, wir wissen es halt schon. Ja. Die Seelenverwandt in der Macht. Okay. Und doppelt okay. Aber jetzt haben sie diesen Sith Wayfinder und einen 3PO, der das lesen kann. Und das führt sie zu einem Planet auf Endor. Member! Ein Member! Und da rasen sie hin und da treffen sie Leute, die früher mal Stormtrooper waren, damit Finn auch ein bisschen Arc kriegt. Und jetzt haben sie da, das ist so dumm. Also erstens, dass es Überreste vom zweiten Todesstern gibt, erneut fucking how. Gehen die da hin, haben diesen Dagger, der eine Map hat, wo sich der Sith Wayfinder befindet, wie bei Indiana Jones in einer alten in Katakomben oder so, aber das ist ein altes Stück Müll, das 30 Jahre alt ist. Das ergibt doch gar keinen Sinn. That's the stupidest thing I've ever heard. Well, maybe it is stupid, but it's also dumb. Aber Ray kann da alleine rein und dann Patrick ist hat's verstanden. Videospiellogik. Wie bei Zelda, geht eine Tür auf, sie geht da rein. Und finde dieses Ding, es ist unfassbar doof. Und dann erscheint ihr Evil Rey. Und ich mag die Idee, das ist natürlich ein Callback zu Luke, als er in der Höhle damals Vader gesehen hat, obwohl Vader gar nicht da war, bei Yoda auf Dagobah. Und dann kommt Kylo. Und ich muss sagen, der Kampf zwischen Kylo und Rey ist cool. Weil der ist cool inszeniert, der ist nicht so überflashy wie die Prequels, wo es schon aussieht wie ein Tanz. Aber er ist auch nicht so eintönig wie die Neuen. Das heißt, die springen und haben all diese tollen Moves, aber trotzdem wirkt es wie zwei Leute, die einander probieren abzuschlachten. Und das erste Mal ist Kylo on top. Ich so. Und er macht sie fast fertig. Und der Kampf ist so unglaublich schlecht. Er ist so unglaublich schlecht. Fertig. Und dann kommt der Moment, der erneut dumm ist, weil die mussten halt Leia rausschreiben und sie füllt es einfach. Dreht sich um und Rey, haha, Motherfucker, sticht ihn ab. Und ja, in dem Moment lässt Leia ihr Leben. Und es ist eine traurige Szene, ich muss sagen, das Kino hat es voll getroffen. Das sind diese Momente, wenn sie die Musik aufdrehen und irgendwas mit den alten Figuren machen und das sogar Nonverbales trifft sein schon irgendwo. Das hatte ich nicht bei The Last Jedi. Das sind diese kleinen, feinen Momente, die ziehen. Sind sie Memberberries? Sind sie Fanservice? Ja, aber was anderes kann dieses Franchise auch nicht mehr, muss ich sagen. Und falsch, was anderes können die Leute bei Disney nicht mehr. Ja. Das Franchise kann noch viel. Sehr viel. Ja. Wenn Rey Kylo heilt sie ihn dann und sagt, ich wollte deine Hand nehmen, aber Bens Hand, aber sie heilt sogar die Narbe, die sie ihm verpasst hat. Und wenn Leia dann stirbt und Poe und Finn zurückkommen, und Chewie erfährt, dass Leia tot ist und einfach nur zusammenbricht. Fakt, das hat mich getroffen. Chewie hat zu viel durchgemacht. Er musste schon sehen,
Das muss ich sagen, hat mich auch gekriegt, weil Chewie mag ich und für den empfinde ich Empathie. Also das Leias Tod ist traurig, wenn du es halt richtig inszenierst, aber so mit Rey habe ich jetzt nicht ganz so extrem mitgefühlt. Ich glaube, Chewie hat nicht geweint, weil Leia tot war, sondern weil er jetzt alleine mit diesen Katastrophencharakteren dort rumhockt. Zurückerfährt Leias Tod, das ist einfach scheiße, es tut weh. Ich muss sagen, das sind diese Momente, wo der Film was kann. Eins muss man diesem Film lassen. Ich habe das Gefühl, er hat ein Herz für Star Wars. Er versteht zwar nicht wirklich, wie gute Star Wars Filme funktionieren, aber zumindest fühle ich da eine Liebe für die Lore, während ich in The Last Jedi nur Hass und Verachtung für alles gespürt habe, was Star Wars ist. Und es ist halt Trash, halt Edeltrash, aber Trash nichtsdestotrotz. Rey haut rein mit Kylos Schiff, Kylo bleibt zurück. Dann haben wir eine Szene, sorry. Selbst, und ja, es ist absolut berechtigt, diesen Film scheiße zu finden. Und die meisten fanden ihn scheiße. Aber es war eine Szene, wo im Publikum Stille war. Harrison Ford tritt auf. Weil stellt sich heraus, Kylo Ren sah die ganze Zeit das Gespräch, das er mit seinem Vater hatte, bevor er ihn umgebracht hat. Weißt du, warum Stille war? Weil das verdiente Figuren mit Autorität sind. Das sind Luke, Leia, Han, Lando, Chewie, C-3PO, R2. Welchen legendären Moment hatten die neuen Charaktere? Für sich alleine. Ja, keinen. Keinen. Keinen, leider. Ja. ...gebracht hat. Immer und immer wieder in seinem Kopf. Und wir sehen es das erste Mal. Obwohl, Harrison Ford hat sich nicht mal Mühe gemacht, sich die Haare zu schneiden oder zu rasieren. Aber das ist der Moment, wo Kylo wieder zu Ben wird. Und das, diese Szene zwischen Vater und Sohn, wenn er auch sagen will, Dad und der I know, ist mehr als Fanservice. Es trifft ein bisschen. Und das ist die Stärke des Films in Bezug auf Adam Driver. Er spielt unterschiedliche Figuren. Wenn er Ben Solo ist, sieht er anders aus. Seine Gesichtsausdrücke sind anders. Das ist unfassbar, was dieser Mann eigentlich kann. Ich meine, er ist eh ein starker Tour de Force-Schauspieler, aber das ist echt eine Nummer, die ist krass. Kann man nicht anders sagen. Rey geht dann auf den Planeten, auf diese Insel von Luke aus The Last Jedi, will alles verbrennen, weil sie weiß, scheiße, ich bin Palpatine, ich will damit nichts zu tun haben und so weiter und so fort, schmeißt ihr Lichtschwert weg. Luke fängt es und sagt, A Jedi's weapon deserves more respect. Und ich... A Jedi's weapon deserves more respect. My man. Erneut. Fuck you, Last Jedi-Moment. Wirklich. Es ist doch auf, aber man sieht hier die Reshoots. In einer Sekunde hat er die Haare wie bei The Last Jedi. Im nächsten hat er irgendwie so lange Haare wie ich, die im Wind wehen. Und er wusste immer, dass sie eine Palpatine ist. Und Leia wusste das auch immer, weil fuck you und nichts ergibt Sinn. Aber okay. Und Leia wurde übrigens als Jedi trainiert von Luke. Hat aber gesehen, dass am Ende ihres Trainings ihr Sohn eventuell stirbt. Deswegen hat sie aufgehört. Und jetzt gibt er ihr das Lichtschwert von sich selbst und das von Leia und sagt, du nimmst beide mit nach Exegol. Und erneut Fanservice, aber es ist schön. Es ist schön zu sehen, dass Mark Hamill den Luke Skywalker spielt, der er eigentlich immer sein sollte in diesem Film. Weise, empathisch, optimistisch. Sogar Daisy Ridley hat gesagt in einem Interview, ich meine, hier habt ihr es. It was probably nice for Mark to be more like the Luke of old, which I think JJ felt like he really wanted that. Ja, ja. Daisy Ridley hat damit Rian Johnson übrigens auch ans Bein gepisst, weil sie damit sagt, hey, na, übertrieben. Deinen Luke mochte er nicht. Ja. Das ist krass. Das ist einfach das ist krass. Schon hart, wie die alle rasieren, Mann. Ja. Dass Disney sowas zulässt in dem Making-of. Naja. Ah, die haben sich alle für Mark Hamill gefreut, dass er endlich den Luke Skywalker spielen kann, der er hätte sein sollen. Und in dieser kurzen Sequenz sehe ich mehr Luke als im gesamten The Last Jedi, muss ich sagen. Auch wenn er dann seinen alten X-Wing aus dem Wasser holt, so wie damals Yoda das für ihn gemacht hat und Yodas Musik spielt. In diesem Augenblick, wenn sie ihn einfach nur anlächelt, habe ich das erste Mal das Gefühl, Meister, Schülerin und Liebe und Respekt füreinander. Weil die Tatsache, dass sie irgendwie noch Respekt für Luke hatte nach The Last Jedi, verstehe ich nicht. Weil er war einfach dieser Arschloch-Onkel, der sagt, verpiss dich von meinem Rasen die ganze Zeit. Und das ist schön. Und die Mucke, die spielt, wenn sie in seinem alten X-Wing nach Exegol fliegt mit diesem Wayfinder, das ist eine coole Nummer.
Und dann wird's halt doof. Dann wird's halt wieder doof, weil es gibt eine schöne Szene, wo Poe sich von Leia verabschiedet und Lando ihm dann sagt, hey, wenn du wissen willst, wie wir es damals geschafft hatten, wir hatten uns. Und Poe muss dann tatsächlich ein General werden, erneut. Da, er wurde komplett übergangen in The Last Jedi mit diesem Bullshit Admiral Holdo Mist. Und hier tut er sich mit Finn zusammen und die beiden führen die Rebellion an und das hat was. Die junge Generation, die sogar sagt, wir kämpfen den Kampf unserer Eltern und Großeltern. Es ist so Respekt vor dem alten Star Wars und so dumm es auch ist, das macht der Film gut. Das macht dieser Film einfach gut. Und dann sind wir auf Exegol, da befindet sich Rey, sieht den Imperator und er macht das Gleiche, was er jedes Mal macht. Strike me down. Aber diesmal sagt er, and my spirit will go into you. Ich so, okay. Und dann sind da auch irgendwelche Kapuzenmenschen in der Tribüne, die machen rasch, 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 rasch. Ich so, sind die wirklich da oder sind das, was ist das? Das wird nicht erklärt. Weil manchmal sind die da und manchmal nicht, aber sie machen rasch, 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 rasch. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich sag mal nichts dazu, weil das kommt ja in meinem Video jetzt demnächst, aber kennst du How It Should Have Ended? Ja. Die Videoreihe, die die Stelle, wo Palpatine so seinen Chor quasi anweist, so the one and the two and the... Ja. Es ist so genial. Du kannst es so klingt gut verarschen. So, ja. Leute, wirklich nicht. Nicht mal ansatzweise, aber okay, es passiert. Und die Rebellen kommen dann halt durch Rey auch an auf Exegol und es gibt direkt eine ganz coole Schlacht, die ist ganz nett gemacht, wenn die einfach zerflattert werden, keine Chance. Weil natürlich hat jeder einzelne Sternzerstörer, sagt es mit mir, Todessterntechnologie und Kajimi wurde zerpft. Ja, weil. Naja, es gibt dort auf jeden Fall eine Schlacht und Finn und diese ehemaligen Stormtrooper, die reiten auf Pferden, auf Sternzerstörern, die könnten einfach kurz mal so um 60 Grad sich drehen und dann würden die alle runterfallen. Da kommen die nicht drauf, weil die blöd sind. Und es gibt jetzt Sith Trooper, das sind Stormtrooper, die in Ketchup gefallen sind. Die sind einfach rot. Die wurden auch groß vermarktet, die machen überhaupt nichts. Das ist einfach dumm. Aber der Moment, wo Rey wirklich mental schon fast... Ey, die wurden damals wirklich richtig, richtig groß vermarktet. Ich weiß noch, wie die damals in Star Wars Battlefront reingekommen sind. Und damals war Battlefront ja noch echt ein richtiges Spiel. Und da waren die Leute voll gehypt. Da kamen dann damals auch die ganzen Updates von Maps und so rein. Und ich weiß noch, ich hatte damals Battlefront wieder angefangen zu spielen, weil diese Sith-Trooper reinkamen und die waren voll cool und so. Die waren auch voll OP am Anfang. Hatten die nicht ihren besten Auftritt in The Mandalorian? Ja, eigentlich schon. Und da waren es ja nicht mal richtige Sith-Trooper. Ja. Da war es so eine Mischung irgendwie. Ich habe so viele Kommentare bekommen, weil ich mich in meinem letzten Video so über die aufgeregt habe, dass die so komplett useless sind. Da haben so viele geschrieben, ey, aber in Mandalorian waren die krass, in Mandalorian waren sie krass. So, ja, nee. Ja, aber da sind es ja nicht mal die wir da sehen. Eben. Die so groß angeteased wurden, waren Sturmtruppen, die einfach eine rote Rüstung haben, aber trotzdem mit Blaster und sowas kämpfen. Ja. In The Mandalorian sehen wir ja sowas wie diese Praetorian Guards in The Last Jedi. Nur ein bisschen imperialer. Also, keine Ahnung. Weiß nicht mal, ob das Gleiche sein soll. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Gebrochen wird vom Imperator, der ja auch ihre Eltern hat umbringen lassen. Und auf einmal taucht Kylo auf wie so ein Prinz aus dem Märchen. Ist gut gemacht, er ist Ben. Und ich mag die Art und Weise, wie er spielt. Wenn er zum Beispiel mit seinem Blaster rennt, nicht mal hinguckt, links und rechts Leute erschießt. Das ist das physische Spiel von Harrison Ford als Han Solo. Und er stellt sich den Knights of Ren, wird von denen verprügelt und Rey sieht ihn wieder durch deren Connection. Und ich mag den Moment, wo sie ihr Lichtschwert einfach weggeht und er nimmt es auf. Und selbst wie er den Lichtschwertkampf durchzieht, macht er nicht mehr wie Kylo. Er verbeugt sich kurz, finde ich ganz witzig. Man sieht, dass er zwischendurch atmet. Selbst wenn er bedroht wird und die wütend anguckt, man spürt eine Wut, aber nicht diese Aggression, diesen Hass, den die dunkle Seite hat. Diese Nuancen in Adam Drivers Gesicht, die sind schon krass. Der Kampf ist auch so kacke, Alter.
Aber Adam Driver muss man wirklich geben, der Typ ist ein krasser Schauspieler. Ja. Also das jetzt im Gegensatz zu Daisy Ridley muss man wirklich sagen, Adam Driver ist ein kranker Schauspieler. Muss ich mir nochmal anschauen, aber ich verstehe nicht, warum er die Szene so feiert, wo er sich verbeugt oder wo er das Lichtschwert nimmt, weil wie er das Lichtschwert nimmt, das macht die Macht halt komplett kaputt und wo er sich verbeugt, das ist ein Abklatsch von Han Solo aus Episode 6. Ja gut, Abklatsch, Reference, Easter Egg, nein, ist halt mal die Frage. Das sind so billige Easter Eggs, die JJ da über den ganzen Film übereinstreut. JJ weiß nicht mal, wie man Easter Eggs macht. Da kann er sich bei Gravity Falls mal ein bisschen was abschauen. Die machen gute Easter Eggs. Und ja, dann sehen wir, was die Knights of Ren können. Gar nichts. Sie werden einfach direkt von ihm zerfleddert. Ich so, danke dafür, dass es euch gab. Ihr seid definitiv etwas, was nutzlos passiert ist. Und dann stellen sich Kylo und Rey zusammen dem Imperator. Und es ist ganz cool zu sehen, wenn sie zusammen wirklich in die Knie gehen, weil beide hatten Skywalker als Meister und das ist ganz spaßig. Aber der Imperator sagt, a diet in the Force und saugt beide aus. Ist auf einmal, es wird schon so unfassbar dumm, das muss man einfach sagen. Er wird zu Imperator Supreme, hat auf einmal doch wieder seine glitzernden Augen. Sein Outfit sieht cool aus und er kann mittlerweile seine Blitze auf die Flotte schießen, wie so ein Filmmonster. Das ist so. Okay. Und dann ist einfach Godzilla. As I fell before, so falls the last Skywalker. Und schmeißt Kylo weg, ist der tot, keine Ahnung. Rey ist auch im Arsch und dann hört sie 20.000 Stimmen. Obi-Wan, also Ewan McGregor und Alec Guinness. Hayden Christensen als Anakin. Wir hören Ahsoka, wir hören Luke, die ja alle so einfach nur Mut machen. Und dann klauen wir das Ende von Avengers Endgame. Man kann es nicht, in jeder Hinsicht klauen wir es. Also einmal ist Poe in der Luft und es sieht so aus, als wäre die Schlacht verloren. Und auf einmal hört er per Walkie, but you're not alone, Poe, you're not alone. Lando ist zurück, sogar mit Wedge Antilles und zig anderen. Und die Schlacht wird doch gewonnen, so ähnlich wie bei Endgame. On your left, Captain. Nur, da hatte das einen Aufbau, hier überhaupt nicht. Und dann kamen doch alle Avengers zurück. Und genauso endete der Kampf halt mit, I am inevitable. And I am Iron Man. Das ist 1:1 mit Rey und dem Imperator. Ich glaube, die haben das Last Minute abgeschrieben, wenn der Imperator dann wieder seine Blitze. Ich habe gehört, die Leitung von Jon Favreau zu Lucasfilm ist nicht ganz so lang. Ja, das stimmt. Das stimmt. Zum MCU meinst du? Ja. Nee, Jon Favreau ist ja teilweise verantwortlich fürs MCU. Ja, ja, also, ach so, du hast es jetzt so rum, okay, ja, macht so rum auch Sinn. Ich glaube, JJ ist einfach mal so zu ein paar Mitarbeitern von Disney gegangen, so, kacke, ich hab da diesen Job übernommen, ich weiß echt nicht, was ich schreiben soll. Und Jon Favreau so, ey, wir haben da kurz diesen Film rausgebracht, schau mal, was du, veränderst ein bisschen, schreib ab, aber mach so, dass nicht auffällt. Ja, hat ja gut funktioniert. I am all the Sith und sie... And I am all the Jedi! Nein, ist sie nicht. So, ja, es ist Endgame. Geklaut. Und dann stirbt er und alle Rashtatash sind auch tot. Und sie ist tot. Rashtatash, als wären sie irgendwelche Inder. Und Finn spürt es, wow. Und dann kommt Ben. Und das ist der Moment, der lustig und nicht lustig ist. Also, er nimmt sie und heilt sie tatsächlich. Und die beiden knutschen. Und viele fanden es doof, dass die knutschen. Ich sag, ich hab's kommen sehen. Hast du's kommen sehen? Na, siehste. Die haben doch schon so fett rumgeflirtet in The Last Jedi und allem. Das muss doch passieren. Was ich dumm fand, ist, dass er direkt danach auch stirbt. Also, die hätten jetzt eigentlich rein theoretisch sich immer gegenseitig bemachten können. Whoops, 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 whoops. Hätten die ganze. Das war der erste Gedanke, den ich hatte. Aber ja, er wird eins mit der Macht, Leia auch. Dann haben wir die Zerstörung von all diesen Sachen. Und da haben wir natürlich nochmal Member Berries und Clown, Return of the Jedi. Wir sehen Bespin, wir sehen kurz Endor mit den Ewoks. Aber die feiern dann tatsächlich, wenn Rey, Finn und Poe sich sehen und Daisy Ridley wirklich weint, hat man das Gefühl, trifft es ein bisschen. Das heißt, nein. Chewie kriegt die Medaille von Han. Bitte sag mir, trifft dich diese Final Celebration Scene? 0,0, ne? Gar nicht. Trifft dich irgendwas nicht darin? Irgendwas? Ne, gar dass nicht. Dass Chewie seine Medaille nicht bekommt. Dass Lando anscheinend doch eine Tochter hat. Vor allem das ist mir so scheißegal, ne, ob der Typ eine Tochter hat oder nicht. Nee, überhaupt nix. Gar nix. Juckt nicht. Juckt gar nicht.
hat Masquerada die Leias Leiche geklaut, weil sie hatte die gerade noch an sich, als sie gestorben ist. Und sagt, hier, Chewie. So wegen Fanservice. Das ist auch so dumm. Wo hast du sie her? Eine gute Geschichte für ein anderes Mal. Dann so 30 Jahre später. Ja, übrigens, wisst ihr noch damals, als Leia gestorben ist? Ja, sie hatte so ein paar schöne Halsketten und da habe ich noch was gefunden, dass ich dachte, du solltest das haben. Das ist schon dumm. Und dann endet das Ganze auf Tatooine natürlich. Houdini! Wir haben die Jawas. Rey geht dahin und begräbt die Schwerter von Luke und Leia im Sand. Wenn Anakin das sehen würde. I don't like sand. Wenn Anakin das sehen würde im Sand. Und dann ist da irgendeine alte Dame und fragt, who are you? Und sie, Rey. Rey who? Und dann sieht sie die Geister von Luke und Leia und sagt, Rey Skywalker. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin. Sie sollte einfach den Namen Palpatine annehmen. Aber sie Skywalker, sollte sich einfach löschen. Und ehrlich gesagt, Tatooine ist für die Skywalker keine schöne Geschichte. Luke war da nicht glücklich. Anakin war der Sklave. Und es ist das Ende der Reihe. Ja, der Film ist dumm. Der Film ist dumm ohne Ende. Und der Plot ist so aus dem Arsch gezogen. Aber für mich ist dieser Film ein Versuch, sich zu entschuldigen für das, was sie angerichtet haben, mit ein paar emotionalen Momenten, die funktionieren, mit zumindest Liebe für das, was war in der Vergangenheit, selbst wenn es ein schlechtes Rip-Off ist. Es ist kein guter Film. Es ist wirklich kein guter Film. Aber von den drei Sequels mag ich den noch am meisten. Ja, wirklich. Weil er ist Trash, er weiß, er ist Trash. Ey, es ist nicht mal eine gute Entschuldigung. Das ist so, als hätte ich... Stell dir mal vor, du hast eine Freundin und die hat so zwei Kaninchen und du setzt dich unabsichtlich auf ein Kaninchen drauf und als Entschuldigung kaufst du ihr dann einen Hund, der das andere Kaninchen auch noch frisst. Ja. So ungefähr. Interessanter Vergleich, aber kann man vielleicht so vergleichen. Ja, kann man. Ich habe nur 10 von 10 Vergleiche. Tobt sich ein bisschen aus, gibt dir ein bisschen ein Medley aus allem, was du aus Star Wars kennst. Und dann ist die Nummer auch schon vorbei. Spannende ist, als dieser Film rauskam, haben sich alle nur interessiert für The Mandalorian. Weil da war der Trailer draußen und alle dachten, das ist der Shit. Alle haben nur über Baby Yoda geredet und über den Typen in der Rüstung. Und das sind meine Gedanken. Und dann kam Staffel 3. The Rise of Skywalker. Ja. Ein komplett hirnloser, spaßiger Trash-Film, der trotz allem besser ist als The Last Jedi. Jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu The Rise of Skywalker? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, mach's gut. Na gut. Ey. Mach's gut. Er hat mir immer noch nicht beantwortet, was ihm daran Spaß macht. Er hat bei allem immer nur gesagt, es ist dumm. Es ist dumm, aber es ist okay. Er hat bei nichts gesagt, dass es gut ist oder Spaß macht, oder? Ja, gut, er hat ja ab und zu zwischendurch mal gesagt, dass ihm ein paar Kämpfe ganz gut gefallen, ein paar Ideen ganz gut gefallen. Aber ja, so einen richtigen Punkt gab es jetzt nicht, ich weiß es nicht. Ich bin auch ehrlich, mein Fazit zum Ganzen ist eigentlich genau das gleiche, was ich vorher auch gesagt habe. Der Film ist einfach brutal dumm. Das ist für mich der mit Abstand schlechteste Star Wars Film. Und ja, was soll ich sagen? Der ist irgendwie scheiße, der Film. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, was findest du schlimmer, Episode 8 oder Episode 9, dann müsste ich überlegen, was finde ich schlimmer, einen Flugzeugabsturz oder einen Zug, der entgleist, wo alle sterben? Na. Ich wüsste es nicht. Also mittlerweile weiß ich's, weil es hätte ein Ranking zu Weihnachten kommen sollen, wenn mein Video online gegangen wäre, aber ja. Nee, der Film ist kacke. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen, oder? Ja, wir sind durch. Na, ich bin durch mit den Nerven. War ein interessantes Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von The Rise of Skywalker haltet. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Meinung von Eve haltet, von unseren Calls in diesem Video. Haut gerne alles raus. Eve, schreibt rein, ob du unsere Videos schaust. Stimmt. Eve, wenn du hier gerade zuschaust, schreib in die Kommentare. Und falls du es noch nicht tust, dann fang bitte damit an.
Und ja, keine Ahnung. Schreibt gerne noch ein paar Videos in die Kommentare, die wir uns vielleicht unbedingt mal anschauen sollen. Und dann würden wir doch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Rey Skywalker. Halt die Fresse, Alter. Rey Skywalker, alter Schwede.